Servus Leute, hallo und herzlich willkommen im Livestream oder im VOD, je nachdem von wo ihr schaut. Ich hoffe euch allen da draußen geht's gut. Wir haben Sonntagabend, die Woche neigt sich dem Ende. Grüßt auch die Leute im Chat. Direkt eins vorweg, wenn es irgendwelche Probleme geben sollte mit Ton oder Technik, dann haut es gerne in den Chat rein. Ist ja leider ein ewiges Thema. Ich hoffe, dass das diesmal alles klappt. Behalte das mal so im Auge nebenbei. Sieht eigentlich erstmal alles gut aus, aber wie gesagt, wenn irgendwas nicht passt, dann haut es gerne in den Chat rein. Ja, wir haben heute Tacheles, Ausgabe Nummer 3. Ihr habt die Themen, habt ihr gerade schon im Startbildschirm gesehen. Wir haben auch heute 3 Gäste da. Unsere Standardbesetzung mit Baba Leist und Ginny und dem guten Toto. Die werden wir gleich noch begrüßen. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, Leute, haut die gerne jederzeit in den Chat rein. Fragen oder Anmerkungen. Ja, sind wir sehr dankbar, nehmen wir gerne auf. Und dann würde ich sagen, gehen wir doch direkt mal rein. Genau. Und dann schauen wir uns doch mal an, die Themen des heutigen Tages. Wir fangen an mit Dortmund gegen Union Berlin. Ein turbulentes Spiel. Mit sehr viel Gesprächsstoff, was uns dann zu Thema 2 führt. Der VAR-Wahnsinn. Was war da los in diesem Dortmund-Spiel? Da werden wir noch ausführlich analysieren. Das Stuttgarter Märchen. Wir waren zwischenzeitlich Tabellenführer über Nacht. Wie lange geht das gut? Wo wird das enden? Dann haben wir noch Leipzig versus Riemann. Auch da. Riemann war zu stark für die Leipziger. Er hat 2 Elfmeter gehalten und somit die Punkte mitgenommen. Natürlich gehen wir noch kurz auf die Spiele von Bayern und Bayer ein. Und natürlich aus gegebenen Anlass gibt es dann auch noch den Ausblick auf auf die Länderspiele. Die Nominierung von Julian Nagelsmann, seine erste Nominierung. Und die USA-Reise, die bevorsteht. All das werden wir gleich besprechen. Und dann würde ich sagen, warten wir nicht länger und begrüßen unsere Gäste, die schon, wie ihr da seht, im Wartezimmer sind. Ein Servus, Servus Toto, Servus Don Günni, Servus Baba Leis. Ich hoffe, euch geht's gut. Holla, holla. Ihr seht, Baba Leis haben wir jetzt leider nur mit seinem schönen Bild da. Gab es ein paar technische Probleme mit seinem Foto. Deswegen haben wir jetzt nur 2 Videos heute, aber das ist doch schon mal gut. Das sollte funktionieren. Und ja, wir springen wieder zurück. Oh, was war das? Hat sich jemand aus Discord verabschiedet? Das ist natürlich nicht gut. Der Günni ist weg. Ja, das wollen wir natürlich nicht. Wir haben wieder zurückgezogen. In der Hoffnung, dass er jetzt da bleibt. Und wir gehen mal rein ins erste Spiel. Borussia Dortmund gegen Union Berlin. Beide Mannschaften haben Champions League gespielt unter der Woche. Aber das hat man nicht gemerkt. Die Jungs waren beide fit gewesen. Ich hatte prophezeit, dass es eher ein müder Kick werden wird. Aber da war Vollgas, da war Tempo gewesen. Auch gerade in der Anfangsphase. Wir sehen es, Niklas Füllkrug macht das 1:0. Die Dortmunder. Gosens und Bonucci legen nach. Union zur Halbzeit in Führung gewesen und am Ende haben die Dortmunder 4:2 gewonnen. Aber worum sich alles gedreht hat, waren die VAR-Entscheidungen, auf die wir gleich noch später eingehen werden. Jetzt mal die Frage an Baba Leis. Die Dortmunder. Änderungen in der Aufstellung. Beino Gittens von Anfang an, Reus ja jetzt seit einigen Wochen dabei und unser guter Marius Wolf auch wieder da. Was sagst du zum Auftritt der Dortmunder und was sagst du zu diesem Spiel? Fass doch mal gerne zusammen aus deiner Sicht. Verdient hätte, finde ich, war jetzt nicht die
tollen Aktionen, finde ich. Das erste Tor von Füllkrug. Der eine Unionsspieler kloppt den anderen Kollegen weg. Auch freistehend knallt er den Ball irgendwie gegen Torwart oder gegen Kosten, weiß ich gar nicht mehr. Und im zweiten Versuch kriegt er den Ball rein. Ich weiß nicht. Also Beino Gittens war gut, hat ein bisschen Schwung reingebracht, 1-gegen-1 Spieler. Versucht hat, ist zwar oft hängen geblieben, aber er versucht es wenigstens als dieses ganze Ballgeschiebe, was sonst die ganzen Wochen sind. Bei Wolf, gut, hat nicht viel zu tun bekommen auf seiner Seite. Ich glaube, da haben die Unioner die Schwäche der Dortmunder nicht ausnutzen können, sich vielleicht nicht dementsprechend vorbereitet. Ne? Also ich wäre da auf jeden Fall mehr über die Seite von Wolf gekommen. Union hat sich darauf verlagert, erstmal zu kontern. Gab ein paar Ballbesitzphasen von denen, aber ich habe mir schon, als Union geführt hat, habe ich schon gedacht, oh Halleluja, der nächste Aufbaugegner für eine Mannschaft, die unten drin sitzt. Ne, weil Dortmund, das für mich war vor dem Spiel ein 50-50-Spiel, ganz ehrlich gesagt. Ne, weil Dortmund mich immer noch nicht überzeugt hat, diese Saison. Klar, punktemäßig gut. Kann man mal machen. Was passiert dann, wenn Dortmund vielleicht mal wieder gut spielt? Dann nimmt man die Punkte gerne mit und ja, aber wie gesagt, ich würde auf diese Leistung nicht aufbauen. Danke dir dafür. Ja, es ist ein bisschen komisch, weil ähnliches Gefühl, wie du jetzt bei den Dortmundern scheinbar hast, habe ich auch so ein bisschen bei den Bayern. Weil man sieht so mehrere Gesichter bei den beiden Mannschaften. Aber wenn man sich jetzt halt die Tabelle anguckt, sieht es punktemäßig eigentlich, also sieht es gut aus für die Dortmunder. Da stehen mit 15 Punkten da. Aber ich kann schon verstehen, was du meinst, weil so wirklich überzeugend, auch jetzt, wenn es 4-2 in der Größenordnung am Ende schon ein deutlicher Sieg ist. Ja, so 100% überzeugend fand ich das jetzt auch nicht. Gleich mal an Toto die nächste Frage. Was mich überrascht hat wirklich, war das Tempo gewesen, was in dieser Partie drin war. Und auch also ging hin und her, 4-2, 6 Tore. Ich hatte ja wirklich eher damit gerechnet, dass beide Mannschaften so ein bisschen geschlaucht von den Champions-League-Spielen sind. Und ja, dass es eher so ein träger Kick wird. Warst du vielleicht auch überrascht oder kannst du es erklären, warum die Mannschaften das so gut weggesteckt haben? Nee, ich war nicht überrascht, weil beide Mannschaften auch unter der Woche relativ wenig gelaufen sind. Also wovon sollen die müde sein? Also die Dortmunder haben nicht gut gespielt gegen Mailand und mit Sicherheit auch nicht kräftezehrend. Und Union, das haben wir unter der Woche schon besprochen, haben ab der 37. Minute oder 38. Minute das Fußballspielen eingestellt. Also dass die beiden gestern fit waren, das leuchtet mir ein. Okay, du also nicht überrascht davon. Nein, ich war nicht überrascht. Wie gesagt, mich hätte eher umgekehrt, hätte mich gewundert, wenn sie müde gewesen wären, weil dann hätte ich mich gefragt, wovon? Okay. Beide hatten ein Heimspiel, ja, kam auch noch hinzu. Also es waren jetzt nicht, dass man sagt, sind das irgendwie donnerstags oder freitags morgens von irgendwo zurückgekommen. Also wovon sollen die müde sein? Also das wäre für mich überraschend. Und wir dürfen auch nicht vergessen, wir reden hier mal gerade vom, was haben wir, 6., 7. Spieltag. Also wovon sollen die müde sein? Gut, bei Dortmund stimme ich dir da noch zu, aber ich fand Union gegen Braga, da die sind schon, also die würde ich jetzt nicht sagen, dass sie da wenig gelaufen sind. Also und mit den ganzen Nackenschlägen, die Union bisher verbuchen musste, ja, wie gesagt, ich persönlich war ein bisschen überrascht davon, dass es so temporeich war. Also, nee. Das müssen Fußballmannschaften, Bundesligamannschaften, Champions League-Mannschaften müssen das schaffen. Also nochmal, dann, wenn wir schon nach dem 7. Spieltag über Konditionsprobleme anfangen zu reden oder reden müssten, dann hätten wir wirklich ein Problem in der Liga. Ne? Also, und wie gesagt, wie du schon gesagt hast, wir haben ja auch beide europäisch gespielt. Also von daher, nein, er hat mich nicht überrascht. Okay. Dann an den guten Don Günni mal die Frage. Babalais hat es gerade schon ein bisschen angedeutet. Union in der, meiner Meinung nach, Krise. Ich weiß, Toto, wir haben ja schon unter der Woche drüber geredet, das Wort Krise würdest du noch nicht in den Mund nehmen bei Union. Meiner Meinung nach sind die schon ein bisschen in der Krise. War das vielleicht eine vertane Chance, weil jetzt in Dortmund zu punkten, das wäre ja schon so ein Zeichen gewesen. Das hätte bestimmt einen Motivationsschub gegeben. Weil ich auch der Meinung bin, ja, die Dortmunder stehen von den Ergebnissen gut da, aber spielerisch ist da noch Luft nach oben. Und wie gesagt, nach so einem Champions-League-Spiel, auch wenn die Unioner selber Champions-League gespielt haben,
Aber da hätte ich mir vorstellen können, dass sie vielleicht einen Punkt holen und sah ja auch bis zur Halbzeit sah es gut aus. War das, also wie hast du das eingeschätzt? Vertane Chance, um aus der Krise rauszukommen oder? Ja, auf jeden Fall, weil wie es 1-2 stand, da bin ich schon davon ausgegangen, Union schafft vielleicht die kleine Wende und kann vielleicht einen Punkt mitnehmen, weil auch das Spiel von den Dortmunder gerade gegen AC Mailand ja auch nicht so berauschend war, weil normalerweise muss Dortmund von der Qualität her so eine Mannschaft wie Mailand zu Hause besiegen. Also da führt überhaupt gar kein Weg vorbei, gerade in der Gruppe. So, und wie das Spiel gegen Union Berlin gelaufen ist, ja, da habe ich dann schon irgendwie gedacht gehabt, Union ist aus dem Spiel gegen Braga in Dortmund besser rausgekommen, aber dann über die 90 Minuten gesehen, ja, da war ich dann schon mal überrascht, ne? Wenn man dann am Ende trotzdem 4-2 verliert, ja, da muss man sich wirklich fragen, tja, was ist mit Union los? Aber gleichzeitig, das 4-2 von Dortmund gegen Union hat mich auch nicht so 100% vom Sockel gehauen. Aber ich weiß selber auch nicht, woran es liegt. Da im Moment die Mannschaften, jetzt Dortmund, ob Union oder auch Leipzig, einfach ihre Form nicht so abrufen können. Ja, das ist schon auf jeden Fall verwunderlich. Weil gerade jetzt, wenn man immer die Ergebnisse so sieht, egal jetzt, auch Champions League ist ja, kannst du die Bayern auch noch mit reinnehmen. Aber die holen wenigstens noch ihre Punkte, aber da ist nichts Überzeugendes irgendwie. Und wie gesagt, Union, tja, da sehe ich wirklich mittlerweile schwarz, ne? Also. Meine Einstellung kennt ihr, die habe ich in den letzten Wochen kundgetan. Für mich wird das für Union eine sehr schwere Saison werden. Ja, und ich auf jeden jetzt, Fall. Ja, ich war ja auch die ganze Zeit gespannt, was die was die Ansprüche von Union dieses Jahr sind und habe jetzt einen Artikel gesehen und habe den auch in meinen Discord-Kanal gehauen. Könnt ihr gerne mal drauf gehen. Da hat der gute Fischer, der Trainer von Union, hat selber gesagt, dass weiterhin die Marschroute die 40-Punkte-Marke ist. Also das Ziel Klassenerhalt. Und da war ich schon ein bisschen verwundert. Ich meine, nach dem Start jetzt okay, aber allein schon dieses Weiterhin, das lässt ja schon so ein bisschen durchklingen, dass es scheinbar von Anfang an irgendwie, ich sag mal, der Plan war, nur in Anführungszeichen die Klasse zu halten. Da war ich jetzt auch, hab mich auch ein bisschen überrascht. Ja, da gebe ich dir recht. Das überrascht mich eigentlich auch. Also wenn man die zurückliegende Saison Vierter wird und das Ziel wird ausgegeben, 40-Punkte-Marke, ja, da bin ich auch was überrascht. Aber ich hätte auch noch mal eine Frage an Papa Leis, ne? Ich meine, er kennt die Internas ja in Dortmund wahrscheinlich am allerbesten. Ne? Warum tun sich die Dortmunder eigentlich immer so schwer? Na, ich meine, dieses Spiel gegen Union hätte ja unter Auge gehen können. Ich meine, der Kader ist ja nun nicht, sagen wir mal, so schlecht, dass man sich das Leben jede Woche schwer macht. Frage an dich, Babalais. Oh, eine gute Frage, ne? Ja, woran liegt das Spielsystem? Ist einfach nicht gut. Ich sehe gar kein System bei Dortmund. Ich sehe einfach, dass die Ball hin und her spielen. Versuchen, einen Spielaufbau meistens über die Flügel zu machen, da kommt nichts. Ne? Und dann, wenn du die Tore anguckst, das erste Tor war ein Standard. Das zweite Tor, was Dortmund geschossen hat, war der Fernschuss vom Schlotterbeck. Ne? Kann man darüber diskutieren, sollte ein Torwart mit internationaler Klasse eigentlich halten. Aber nur ist ja nicht gerade der schlechteste. Kann man halten, hat genug Zeit. Da war auch nicht verdeckt der Schuss, dass da irgendwie drei Spieler im Weg standen. Dann war das Tor vom Brandt, was der Reus in dem Konter vorbereitet hat, einfach einen Ball nach vorne geschlagen, genommen und gut ausgespielt, ja, aber wieder auf Konter ausgelegt, das heißt, hat nichts mit Spielsystem zu tun. Ich verstehe es auch nicht, aber es ist einfach, liegt aber auch an Technik der Spieler, ne? Du hast auch
was ein Matcher dort. Du hast einen Jan, der jetzt nicht gerade für seine Technik bekannt ist. Ich weiß es nicht. Es liegt einfach, weiß nicht. Die haben die, meiner Meinung nach haben sie einfach die Vorbereitung nicht richtig genutzt, um das Team richtig einzuspielen. Und wenn du dann jedes Mal, jedes Spiel, wie jetzt Beispiel jetzt in Paris, das System komplett änderst und alles durcheinander bringst oder, keine Ahnung, die halbe Mannschaft aufwechselst, weil sie in einem Spiel nicht gut gespielt haben, dann finde mal den Weg, wie du da wieder reinkommst. Das ist nicht einfach. Und ich erinnere nochmal an die Zeiten von 2011, 2012, wo Dortmund zwei Jahre hintereinander die Meisterschaft gewonnen hat. Da hat der Club nie einen Spieler ausgewechselt. Da haben die immer mit der gleichen Formation gespielt, außer es gab eine Sperre oder jemand war verletzt. Da hat er den Spieler festgehalten. Und das ist, und halt das ist natürlich auch die Qualität des Kaders. Ne? Damals waren natürlich auch, da waren natürlich auch ein paar Bomben da gewesen, wo sich der Kader mehr oder weniger von alleine aufgestellt hat. Mittlerweile sieht man ja bei vielen Dingen, gerade in der Offensive mit Adeyemi, Malen, Füllkrug, Beino Gittens, Haller, dass da noch gar, also da ist ja noch keiner, der sich da, sage ich jetzt mal, komplett in die erste Elf gespielt hat. Da wird ja munter durchgewechselt. Genauso im auf der 6 oder auf der Doppel-6. Da sind ja auch häufiger mal unterschiedliche Namen zu finden. Jetzt war ein Matcher drin gewesen, ein Chan, der zwischenzeitlich draußen war, hat jetzt wieder gespielt. Ich glaube einfach, dass das die Qualität des Kaders bei den Dortmundern ist, die jetzt, also wenn du es jetzt gerade mit 2011, 2012 vergleichst, da liegen natürlich Welten dazwischen, meiner Meinung nach. Ja, ja, können, ja, da gut, kann der Kader nicht. Aber die Qualität des Kaders kam ja auch erst in der Saison zum Vorschein. Ne? Da waren ja auch alle Spieler, wo vorher gesagt wurde, oh, Lukas Marius, was wollen wir damit? Hier ein Großkreuz, ein Schmelzer. Ja, da denkst du dir auch, was ist das? Aber es ist einfach, es wird, wenn du jedes Mal das ganze Team anders rumwürfelst, klar, dreifache Belastung, hier gab es früher alles auch schon. Ne? Und Dortmund muss es eigentlich hinkriegen. Ja, aber nicht 2011. Ja, 2011 nicht, aber 2012 haben sie es geschafft. 2013 kam es auch ein Champions League. Die Dortmunder sind 2011 erst einmal Meister geworden, da hatten sie keine Doppelbelastung. Und die Saison 11-12, wo sie das Double gewonnen haben, da sind sie als Vierter in der Champions League in der Vorrunde ausgeschieden, also auch keine Belastung. Also, und der Kader heute, in der Breite zumindest, ist deutlich stärker als der Kader von 2011. Und das ist auch der Grund, warum der Klopp 2011 nicht gewechselt hat. Weil der Klopp 2011 maximal 8, wenn nicht 9, überhaupt taugbare Fußballspieler hatte. Wen sollte denn da auswechseln? Heute hast du viel mehr Spieler. Warum wechselt er denn jetzt? Damit er alle ruhig hält? Damit jeder spielen darf? Nein, nach Leistung. Das verlangt doch jeder. Und wenn die Leistung stimmt und sagt selber, so viele sind sie nicht. Aber ihr seid doch am Meckern die ganze Zeit. Ihr seid doch die ganze Zeit mit Dortmund am Meckern, die Leistung würde nicht stimmen. Also macht der Trainer doch alles richtig. Nee, das System gefällt mir einfach nicht. Ja, aber was für ein System? Noch einmal, hör doch mit System auf. Immer wenn ich diesen Schmarrn höre mit System. Was für ein System? Das System in erster Linie ist mal, dass die Spieler rausgehen und sollen ihre Leistung bringen und nach Möglichkeit das Spiel gewinnen. Sie haben doch gewonnen. Ich weiß gar nicht, was man sich dann im 4-2 gegen Union überhaupt aufregt. Erst geht ihr hin und kritisiert Union. So dem Sinn nach, naja, die müssten Ambitionen haben, dass sie wieder mindestens Europa League kommen. Dann geht er aber im gleichen Atemzug hin und kritisiert Dortmund. Ja, wie kann man denn da nur 4-2 gewinnen gegen Union? Also ja, nein, darum ging es ja gar nicht. Also ich bin schon der Meinung, dass wenn ich als Union Berlin unter die ersten vier komme und dann noch namenhafte Transfers dazu hole, da kann nicht meine Zielgebung sein Klassenerhalt. Das ist diese typische Bundesliga-Einstellung, dieses Tiefstapeln, weswegen wir auch international uns gegen jeden Gegner in die Hose scheißen und gerade auf Euroleague-Niveau gegen was weiß ich was für Mannschaften verlieren oder jetzt gegen Braga. Ja, Braga ist eine gute Mannschaft. Ja, ja, die haben eine tolle Offensive. Nix, weil ihr habt das Spiel gesehen, da war nichts von Braga gewesen. Braga, die werden in der Bundesliga, werden die was weiß ich wo, die werden im Abstiegskampf. Kann doch nicht die Zielsetzung sein, naja, wir wollen. Wir spielen zwar Champions League, aber wäre schon gut, wenn wir nicht absteigen. Wo kommen wir denn da hin? Mit so einer Einstellung wird niemals irgendeine deutsche Mannschaft gescheit international mal was reißen können. Und wir haben auch bei den Dortmundern auch nicht kritisiert, dass sie nur 4-2 gewonnen haben, sondern es ging jetzt gar generell um die Spielweise, die sie haben. Und dieses 4-2 sieht ja jetzt auch schöner aus, als der Spielverlauf es hergibt. Also war ja auch noch bei der Saison noch kein überzeugender Sieg. Da war ja nichts. Bis jetzt.
es kommt ja auch noch hinzu, und das war ja jetzt mehr so meine Frage, warum man es sich eigentlich in jedem Spiel so schwer macht. Und Fakt ist ja, wenn du jedes Mal einem Rückstand hinterherrennen musst, ja, kostet unheimlich viel Kraft, kostet Konzentration. Ja, und so ein Spiel kann natürlich auch mal schnell in die Hose gehen. Na, ich meine, die Dortmunder haben es ja zurückliegend schon erlebt. Nimm doch nur mal Heidenheim, ist doch das beste Beispiel. Ja, da waren sie mit Sicherheit, die Dortmunder waren ja nicht schlechter wie Heidenheim, um Gottes Willen. Aber am Ende haben halt eben die Punkte gefehlt, weil sie immer wieder hinterher gerannt sind oder weil halt eben dann dieser sogenannte Knockout von Heidenheim kam. Und ich verstehe einfach nicht, und deswegen kann ich das auch nicht so ganz teilen. Der Kader, ja, also jetzt Richtung Babaleis, ich finde den Kader gar nicht so schlecht. Also genau, ich finde den grottenschlecht, aber ich finde den sehr schlecht. Ich finde den Kader, aber du hast ja das Ziel beim Transfermarkt, du hast ja lang genug hast das Ziel, das Team punktuell zu verstärken, und das ist diesen Sommer nicht passiert. Das sind einfach zu viele Positionen, zu viele wichtige Positionen, wo keine guten Leute sind. Ja, aber das stimmt ja so nicht. Ich meine, klar, wenn man einen Bellingham abgibt und man sieht, wir reden wahrscheinlich Woche für Woche immer über dasselbe Thema. Du wirst so einen Spieler wie Bellingham nicht von heute auf morgen ersetzt bekommen. Egal. Es geht ja nicht nur um Bellingham, es geht ja um alle Positionen. Man hat ja die Schwächen der letzten Saison gesehen. Die Flügelspieler. Schlecht, nicht nachbesetzt. Der Sechser, nicht nachbesetzt. Vielleicht einen Stürmer haben sie jetzt nachbesetzt mit dem Füllkrug, ob es das gibt oder nicht, weiß ich nicht, kann man später erst sehen. Ne? Außenstürmer. Ja, ihr habt einen Haller geholt, ihr habt einen Füllkrug geholt. Aber nicht diesen Sommer. Und es wurde nicht adäquat ersetzt. Haller ist ja im Grunde genommen ja auch wie ein Sommertransfer. Ich meine, durch seine Krebserkrankung, er hat ja, glaube ich, erst die letzten paar Spiele konnte er für Dortmund eingreifen. Also der ist ja auch wie im Grunde genommen eine Neuverpflichtung. Der hat die komplette Rückrunde gespielt bei Dortmund. Ja, also ich meine halt eben nur, ich verstehe, genauso verstehe ich auch bei Union Berlin nicht, genau dasselbe, weil ich finde auch die Transfers von Union, also ist ja nur meine persönliche Meinung, aber ich finde die Transfers, die sie getätigt haben, finde ich gut, für ihre Verhältnisse, für ihre Mittel, die sie haben, ich meine, die haben ja nicht das Geld, was weiß ich, da rumliegen, wo sie nicht wissen, naja, wie geben wir das am besten aus. Aber das ist ein guter Punkt. Wir haben jetzt viel über Dortmund geredet. Eine Sache, die ich unbedingt noch zu Union loswerden wollte, und Babaleis hat es eben auch schon anklingen lassen in seinem Fazit. Ries Renault. Ja, das ist tatsächlich ein Name. Ja, der Name vom Torwart von Union Berlin. Ich muss ganz ehrlich sagen, was der Kerl in den letzten Wochen für, ich spreche es mal deutsch an, was der für eine gequollene Scheiße hält, das ist unfassbar. Das ist gegen Braga, ganz ehrlich, Toto und ich haben das jetzt beim Champions League Recap, sind wir da gar nicht drauf eingegangen. Aber wenn der Kerl nicht im Tor steht, dann holen die schon mal mindestens einen Punkt. Ja? Jetzt auch wieder im Dortmund-Spiel, die Bälle, der Schuss aus der zweiten Reihe, den kann man halten. Beim 1-0 vom Füllkrug war es, glaube ich, wo er den direkt zur Seite abprallen lässt. Da hat er noch ein, zwei Szenen gehabt, wo er den Ball komisch abprallen lässt, ihn nicht festhält, die zwar nicht zum Tor geführt haben, die aber auch dann schlechtes Torwartverhalten einfach waren. Also für mich wirklich, jetzt in dem Spiel gegen Dortmund, Note 6. Im Spiel gegen Braga, gebe ich ihm mit Wohlwollen, gebe ich ihm noch eine 5 plus vielleicht oder eine 4 minus. Also was in den letzten Wochen ist eine Katastrophe. Ja, normalerweise soll einem Torwart einen im Idealfall Punkte retten. Der Kerl hat auf jeden Fall genau das Gegenteil gemacht. Und ich weiß nicht, inwieweit das dann auch in dieser Abwärtsspirale dann irgendwann auch psychologisch sich manifestiert. Ach, schon wieder irgendein Mist passiert, sonst was. Aber ihr könnt auch gerne, vielleicht seht ihr das ja anders, die Leistung von dem guten Mann. Ja, aber vielleicht hängt es aber auch, dass vielleicht die Abwehr noch nicht so richtig eingespielt ist. Frage an Toto. Ja, aber das ist ja egal, wenn jemand aus der zweiten Reihe schießt und ich den Ball nicht festhalten kann oder jemand aus der zweiten Reihe schießt und ich daneben springe, hat ja nichts damit zu tun, ob die Abwehr eingespielt ist oder nicht. Das sind ja individuelle Fehler, die er gemacht hat. Aber Toto.
Du, gerne. Ja, richtig, das ist vollkommen richtig. Leitz hat es ja eben auch schon gesagt, bei dem 2-2, glaube ich, vom Schlotterbeck war es. Das war natürlich ein klarer Torwartfehler. Mhm. Und das kostet dich am Ende des Tages richtig Punkte. Ne? Das war kurz nach der Halbzeit, 46., 47. Sowas zieht natürlich dann in dem Moment erstmal das Team runter. Ne? Du liest mit einer relativ glücklichen 2-2-1-Führung, darf man nicht vergessen, sie war wirklich relativ glücklich, die Führung. Gehst in die Pause, das motiviert dich, das bringt eine verunsicherte Mannschaft erstmal wieder ein Stück weit zurück und dann kommst du aus der Pause, stehst 120 Sekunden auf dem Platz und kriegst dann so ein Ei rein. Das tut schon weh. Trotzdem dürfen wir natürlich nicht vergessen, Renault war natürlich auch schon letztes Jahr der Keeper, hat letztes Jahr auch viele, viele, viele Bälle gehalten und so wie Spieler irgendwann mal eine Krise haben, so hat auch ein Torhüter dann irgendwann mal eine Krise und da muss man gemeinschaftlich muss man durch. Okay, ja. Naja, aber ein Abwehrspieler kann sich mal einen Fehler erlauben, ein Stürmer kann sich mal einen Fehler erlauben. Ja, aber viel gravierender ist, wenn ein Torwart solche leichte Bälle vor allen Dingen hat. Vor allen Dingen in der Häufigkeit, wie er es jetzt gerade in den letzten Wochen gemacht hat. Aber was soll er machen? Soll er sich jetzt erschießen? Ne, das weiß ich auch, was du sagst, dass wenn ein Torhüter einen Fehler macht, dann ist es in der Regel gravierender, weil dann ein Tor gefallen ist. Ja, aber ich glaube, die gleiche Diskussion... Er soll sich erschießen, verstehe ich jetzt gerade nicht. Nee, weil du das jetzt so hervorgehoben hast, was sollen wir denn jetzt machen? Na klar, wenn ein Torhüter macht aber genauso Fehler wie auch Verteidiger und Stürmer. Ja, aber ein Stürmer wird halt irgendwann auf die Bank gesetzt, wenn der fünfmal leere Tor nicht steht. Ja, du hast es letzte Woche, glaube ich, gesagt. Der Becker ist letzte Woche in Heidenheim, glaube ich, haben sie gespielt. Dreimal alleine aufs Tor gelaufen, hat den Ball nicht untergebracht. Das sind alles Punkte, die dir am Ende des Tages irgendwo in der Abrechnung dann fehlen. Ja, das ist in dem einen Spiel ein Stürmer, der nicht trifft. Im nächsten ist es ein Abwehrspieler, der vielleicht mal einen schlechten Tag hat. Dann ist es ein Torhüter und dann hast du irgendwann einen Spieler, der den Elfmeter nicht reinmacht. Nein. Das ist nun mal so. Was ist der Hauptjob eines Torwarts? Bälle zu halten, die normalen Bälle real zu halten. Ein Stürmer hat viel mehr weitere Aufgaben. Er muss laufen, sich freilaufen, machen, tun. Der Torwart soll die Bälle halten. Und wenn er das regelmäßig nicht macht, dann darf er nicht mehr im Tor stehen. Ganz einfach. So ja. Sieht's aus. Oder du, wird ja auch dann irgendwann kommen. Darauf wollten wir ja eigentlich auch hinaus. Wir wollten ja auch hinaus, dass er sich erschießen soll. Nee, ja. Nee, nee. Und die Frage am Ende des Tages... Leute können ruhig alle am Leben bleiben, auch wenn sie schlecht spielen. Die Frage bleibt doch immer am Ende des Tages, ob der zweite Torhüter dann wirklich besser ist. Ich war jetzt ehrlich gesagt gar nicht auf dem Schirm, wer zweiter Torhüter bei Union ist. Ist der Karius noch da? Oder? Nein, der ist weg, nicht mehr da. Aber wir werden es sehen. Also... Es war ja jetzt nur ein Aspekt, den ich auch einfach mal so, weil darüber wurde also, irgendwie gar nicht geredet, auch haben wir jetzt noch nicht drüber geredet, noch in der Öffentlichkeit, in den Medien, ist das ein Thema, was noch gar nicht so irgendwie hochgekommen ist. Ist mir halt nur aufgefallen, dass er halt auch wirklich keine gute Figur hat. Ja, weil es jetzt, er gibt keine gute Figur ab, das habe ich auch am Samstag mitbekommen, vielleicht jetzt weniger bei dem Schlotterbeck-Treffer, der war vielleicht für einen guten Torhüter haltbar, mit Sicherheit. Darf aber auch nicht vergessen, ne? Ich weiß nicht, wie tief die Sonne stand und so weiter. Das ist immer leicht von außen oder wenn man auf dem Sofa sich das Spiel anguckt. Dann muss ich mir eine Kappe aufziehen, mein Gott. Ich gerade sagen, dann gibt oder zur Not eine Kappe. Ja. Oder eine Sonnenbrille. Aber im Gesamten war sein Spiel unsicher. Er hat viele Bälle hat er falsch abklatschen lassen, beispielsweise das Tor vom Füllkrug, das erste, das fand ich war auch, ging mit auf seine Kappe, allerdings muss man auch sagen, war jetzt auch kein Fehler dabei, wo ich sage, das war jetzt ein unterirdischer Torwartfehler, ja, er sah nicht gut aus, aber es war jetzt auch nicht so, dass ich sage, du musst jetzt unbedingt im nächsten Spiel nur mit einem neuen Torhüter spielen. Ey, ja, es war dann eher die Summe, in den letzten Wochen, die mich jetzt dazu... Es gefällt jetzt auch gut gegen Braga das eine Ding, das kann man schon, glaube ich, als Torwartpatzer ganz klar werten. Jetzt die Sachen, Frankie Montana schreibt, wie tief die Sonne stand. Ja, servus an dich. Ja, ansonsten jetzt gegen Union, sag ich schon, gegen Dortmund. Es ist einfach die Summe, wo ich dann sage, wird schwierig. Aber ihr habt es gerade gesagt, keine gute Figur abgegeben. Da kommen wir doch mal zu unserem nächsten Punkt, der groß war in diesem Spiel. VAR, unser Lieblingsthema. Wir hatten 3 VAR-Entscheidungen. 2 Tore, jeweils von Union und von Dortmund.
die wegen Abseits zurückgepfiffen wurden. Und der Elfmeter für die Unioner, der erst nicht gegeben wurde, wobei das eigentlich schon relativ deutlich war, also relativ klar, auch im Live-Bild, der dann vom VR umgestimmt wurde. Und es war fast wie ein schlechter Kinofilm. Es dauerte und dauerte und dauerte und dauerte. Ich habe hier unten nochmal stehen. In der ersten Halbzeit waren es 7,5 Minuten. Ja, 7,5 Minuten, wo man auf den VAR gewartet hat und auf seine Entscheidung. Und es war mal wieder das Problem gewesen, dass da wieder irgendwie das System kollabiert ist in Köln und deswegen konnte man das Abseits nicht und dann musste das neu gestartet werden. Und man hat es im Stadion gemerkt, die Fans haben angefangen zu pfiffen und die üblichen scheiß DFB-Fangesänge ausgepackt. Und ihr seht es jetzt hier im Stream, seht ihr ja ein paar Meinungen. Videobeweis in Dortmund heute wie die Deutsche Bahn. 10 Minuten braucht der VAR, um ein Abseits zu erkennen. Diese Shitshow ist unfassbar. Halbe Stunde später, hey, doch kein Tor. Es wird immer lächerlicher, wie lange dieser Keller braucht. Und wir wollen uns jetzt einfach mal, wir hören mal rein, was der gute Patrick Ittrich nach im Spiel zu sagen hatte. Schiedsrichter. Abseitsentscheidung zweimal und eine Entscheidung in Bezug auf Strafstoß, ja, nein. Die Abseitsentscheidungen sind ja meistens faktisch. Hat nur ein bisschen lange gedauert heute, weil anscheinend irgendwas mit den kalibrierten Linien nicht stimmt. Und da müssen wir einfach Sicherheit vor Schnelligkeit gewährleisten, damit uns nichts durchrutscht. Und da müssen wir halt zu lange warten. Das ist natürlich ehrlicherweise ein bisschen störend, muss ich sagen. Ich kann die Fans verstehen, ich kann den Unmut verstehen, wenn es so lange dauert. Aber wenn am Ende dann die falsche Entscheidung auf dem Platz steht, dann ist der Unmut noch deutlicher zu spüren und zu hören. Deswegen glaube ich, können wir am Ende trotzdem alle zufrieden sein. Er hat's gesagt, der gute Patrick. Ihn nervt's auch und es waren wieder irgendwelche Linien, die nicht da waren und Systeme, die neu gestartet werden mussten. Aber am Ende geht Sicherheit vor Schnelligkeit. Das ist sein Fazit. Wie habt ihr das erlebt und sind wir irgendwann in einem Bereich, wo man sagt, jetzt ist die Grenze des Ertragbaren erreicht, weil abseits ja oder nein, sollte ja eigentlich mit den Linien und sowas die leichteste VAR-Entscheidung sein. Ja, ich meine, die Sache mit dem VAR erleben wir ja Woche für Woche. Ich schätze mal, da könnte man eigentlich eine Sondersendung machen. Wir werden immer die Probleme haben, es werden immer wieder Diskussionen geben. Wann schaltet sich der VAR ein? Wann werden Entscheidungen getroffen, die wir teilweise anders sehen? Ich habe manchmal so das Gefühl, sowohl der Schiedsrichter als auch dieser VAR oder selbst auch der vierte Offizielle, der ja im Grunde genommen, ja, wenn man jetzt mal auf die Nachspielzeit zu sprechen kommt, da muss man sich schon hinterfragen, wenn da 7 Minuten alleine durch VAR-Entscheidungen in das Land ziehen, da muss man sich schon fragen, wie kommt der auf so eine Nachspielzeit? Ja, also das ist für mich nicht nachvollziehbar. Also im Endeffekt waren doch alle Entscheidungen im Nachhinein richtig. Und er hat so erklärt, dass die Technik ausgefallen ist. Von hier eine Münze werfen. Ja, aber die Technik. Nein, aber das ist ja, ehrlich, wie kann das denn sein? Wir hatten das gegen Tottenham eine gehabt. Eine Sekunde. Okay. Ich möchte nur was vorlesen. Ja, der Kicker berichtet von FIFA-Berechnungen, die Nettospielzeit in der Bundesliga bei 53 Minuten und 16 verorten. War nicht legal, lalalala. Sollen wir jetzt jedes Spiel 35, 37 Minuten nachspielen lassen? Nein, guck mal, ja, also ist ja, die Sache ist ja so. Das Spiel war durch im Endeffekt, die haben den Ball nur noch laufen lassen. Es war erste Hälfte. Es ging um die Nachspielzeit in der ersten Hälfte. Ja. In der ersten Hälfte stand 2-1 für Union Berlin. Und ich gebe euch jetzt recht, ob ihr jetzt 6 oder 10 oder 12 Minuten nachspielen lässt, ändert jetzt wahrscheinlich nichts am Ausgang. Wobei, wer weiß, für mich ist es nicht. Aber ganz kurz. Ich habe das hier nur mit reingebracht, weil ich sage, was wollen wir denn von Schiedsrichtern erwarten, wenn die es noch nicht mal hinkriegen, eine Nachspielzeit einigermaßen gescheit hinzukriegen? Weil wir sehen, also deswegen habe ich es mir nochmal drauf gefasst. Wir hatten 7,5 Minuten, wo wir auf den VAR gewartet haben. Wir hatten sicherlich Foulspiele und der ganze normale Quatsch. Wir hatten 3 Tore gehabt. Wie kommt man da auf 6 Minuten? Das ist mir,
Und wenn die selbst das nicht hinkriegen, die leichtesten Sachen, ja, wie sollen die denn dann schwere Entscheidungen auch richtig treffen können? Das kannst du bei jedem zweiten Spiel, kannst du das hinterfragen. Bei jedem zweiten Spiel wird gejubelt. Ja, aber hier ist ja wirklich eindeutig gewesen. Aber bei jedem Tor wird gejubelt, dann wird auswählen. Dann die Auswechslungen werden nicht einbrechen, die in der zweiten. Ja, aber VAR-Entscheidungen ist ja was ganz anderes wie bei einem Torjubel. Also Babalei ist. Aber Torjubel ist aber. Aber ja, aber hier geht es ja um Sachen, die kontrolliert werden müssen und wo der Schiedsrichter noch an den Bildschirm geht, sich das anguckt oder es dauert ellenlang, bis sie eine Linie gezogen haben, dass alle sehen, ja, abseits, ja, nein. Aber gehen wir nochmal zurück. Na, du sagst eben mit der Netto-Spielzeit, hätte das Spiel 3-2 für Union gestanden oder 4-3 für Union, ja, und es wären bei all den Entscheidungen da nur 6-7 Minuten rausgekommen. Da würde ich heute schon wieder die Dortmunder hören, wie sie schon wieder am Meckern wären und wie sie schon wieder Morddrohungen gegenüber VAR, vierte Offizielle und Schiedsrichter. Weil das ist nämlich genau das, was nämlich, wenn es für Dortmund gut ist, ja, dann hörst du von denen nichts. Habe ich noch nie mitbekommen, dass irgendein Offizieller oder irgendein Fan von Dortmund sich über die Nachspielzeit beschwert hat. Das erfindest du jetzt gerade, weil das ganz andere Situationen waren, was auch nicht berechtigt, was passiert ist. Aber wenn du in Bochum in der entscheidenden Meisterschaftsphase einen Elfmeter nicht bekommst, der klar ist, weil der VAR nicht eingesetzt wird. Babalais, ihr habt in Freiburg, wo ihr 1-3 gewonnen habt, das ist ein Abseitstor, habt ihr zugesprochen bekommen, was klares Abseits war, was weder überprüft worden ist oder sonst irgendwas. Es geht doch hier gar nicht darum. Es geht doch nur darum. Ende der Meisterschaft. Ach, entscheidende ja. Phase. Du, das Spiel gegen Freiburg ist auch eine Meisterschaftsentscheidung. Ja, 2013 hätte der Dante im Champions League-Fall auch eine rote Karte kriegen müssen. Okay, okay, Leute. Wir haben leider nicht genug Zeit, um jetzt noch die Schiedsrichterentscheidung der letzten 10 Jahre aufzurollen. Dafür müssen wir uns wahrscheinlich alle irgendwie eine Woche Urlaub nehmen oder so. Aber mich würde jetzt doch noch interessieren und dann können wir, glaube ich, auch das Thema. Können dann langsam weiterschreiten, aber Toto, was sagst du zu dem Ganzen? Ja, ich muss tatsächlich sagen, dass ich das erste Mal seit 1987 tatsächlich die gleiche Meinung habe wie der Babalais. Die Entscheidungen, die der VAR getroffen hat, waren alle richtig und darum geht es. Und ich weiß jetzt nicht genau, ob es wirklich ein technischer Fehler im Videokeller vorlag. Oder ob es einfach zu schwierig war zu sehen, wann ist der Ball gespielt worden, wann war der Spieler im Abseits, kann ich nicht beurteilen. Fakt ist, die Entscheidungen wurden richtig getroffen. Und wir als Fernsehzuschauer haben auch dann eine Linie bekommen. Anders als letzte Woche Tottenham gegen Liverpool, wo bis heute ja noch nicht klar ist, war es Abseits oder nicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, in der ersten Halbzeit, ob jetzt 6 Minuten nachgespielt werden oder vielleicht 7 oder 8, naja, das ist, denke ich mal, nicht spielentscheidend. Und da würde ich jetzt dem Schiedsrichter... Was? Das ist spielentscheidend? Also ich komme vom Glauben ab, ohne Quatsch. Das ist spielentscheidend, ob ich 6 Minuten zur Verfügung habe oder ich habe 8 oder 9 Minuten. Wie viele Spiele sind denn noch entschieden worden? Es geht hier um die erste Halbzeit, ne? Erste Halbzeit. 2-1 Führung Union Berlin. Ja, also ich, Toto, danke für die finale Erste Halbzeit. Das war erste Halbzeit, ja klar. Na gut, wenn das keine Rolle mehr spielt, dann verstehe ich auch gar nicht. Dann ist es doch zwecklos. Dann brauchen wir da über den VAR auch gar nicht mehr zu reden. Die können kontrollieren und gehen wie früher hin und halten die Tafel hoch mit 2 Minuten. Das reicht doch. Oder wir machen gar keine Nachspielzeit mehr. Warum? Ich war ja auch nur sehr überrascht, deswegen habe ich das mit reingenommen, weil ich die erste Hälfte gesehen habe, da habe ich schon gedacht, oh, guck mal, interessant, das gibt jetzt die Rekordnachspielzeit der Bundesliga. Ich habe gerechnet mit 12 bis 15 Minuten oder sowas, weil, wie gesagt, pro Tor ist ja irgendwie 1 Minute so oder 1/2 Minute inoffizielle Regel, plus die ganzen anderen Sachen, plus 7,5 Minuten. Da habe ich gedacht, ja gut, da kommt man ja schon mal mindestens auf 12 Minuten.
Und auch der Kommentator in der Bundesliga-Konferenz, er hat ja auch schon gesagt, oh, das wird aber hier eine Rekordnachspielzeit sein und macht ihr anderen Spiele mal, weil wir werden eh die ganze Halbzeit hier durchspielen, also wo die anderen in der Halbzeit sind. War dann auch sehr überrascht, als 6 Minuten angezeigt worden und hat auch direkt diese VAR-Entscheidungszeit, hat er auch der Kommentator direkt parat gehabt, wo er meinte, komisch, das war allein 7,5 Minuten, dass wir gewartet haben und es gibt so 6 Minuten Nachspielzeit. Aber ich gebe dir recht, Toto. Ja, das Wichtigste am Ende des Tages ist, dass die VAR-Entscheidungen richtig getroffen wurden. Ja, da kann Tottenham, Liverpool können ein Lied davon singen. Die hätten wahrscheinlich gerne 10 Minuten länger gewartet, ne, und dann die richtige Entscheidung bekommen. Oder vermeintlich richtige, jetzt in dem Fall von Tottenham. Das muss man sagen, das war schon gut gewesen. Aber wie gesagt, mich wundert es trotzdem immer, also mich wundert es auch, wie schlecht die Technik scheinbar ist. Dass wir so oft diese kalibrierten Linien nicht haben, dass Systeme zusammenbrechen und während des Spiels neu gestaltet werden müssen. Ja, bist du denn sicher, dass es... Der Ittrich hat das gesagt. Der Ittrich hat gesagt, dass die Linien nicht da waren und dass das System zusammengebrochen ist und dass das neu gestartet werden musste. So, und das ist für mich dann schon alles ein bisschen komisch. Da frage ich mich schon, ich meine, wir können uns noch alle dran erinnern, sicherlich, als diese Geschichte mit dieser Torlinientechnologie kam, mit dem Chip im Ball. Da war so das erste technische Ding, wo sich dagegen gesträubt wurde, weil es hieß, die Technik muss mindestens in 99,9% der Fällen funktionieren, ansonsten können wir das nicht reinnehmen, weil dann wäre es ja nicht sicher genug. So, und wenn ich jetzt VAR sehe und diese Abseitsentscheidung, wie oft die Linien da kaputt sind und nicht da sind, also das hat mich halt nur sehr überrascht. Und dann in Verbindung die Nachspielzeit hat mich auch sehr überrascht und deswegen... Aber da können wir ja ein Fazit ziehen. Also wenn die VAR-Entscheidung richtig ist, gibt es keine Nachspielzeit, egal wie lange der guckt. Ist die VAR-Entscheidung verkehrt, dann gibt es eine Nachspielzeit. Ja, damit haben wir doch ein Fazit. Interpretationssache. Für wen ist sie richtig, für wen ist sie falsch? Fakt ist doch, Babalais, wenn ich ein Spiel unterbreche, na, das ist ja bei einem Foulspiel nicht anders. Und der Spieler wird behandelt. 2 Minuten, 3 Minuten. Nehmen wir nur mal ein Torwart, das ist ein gutes Beispiel. Sorry. Der ja nicht außerhalb des Spielfeldes behandelt wird, sondern am Spielfeld. Die Zeit wird ja auch nachgespielt. Warum geht man denn bei einer VAR-Entscheidung, wo der Schiedsrichter noch rausgehen muss und sich einiges angucken muss, und ihr wisst ja selber, wie lange das manchmal dauert, na, da geht man hin und sagt, ja, der hat alles richtig gesehen, ja, aber richtig entschieden, gibt keine Nachspielzeit oder nur wenig. Zwei Sachen. Die erste Sache ist, die Entscheidung war im Endeffekt richtig. Die zweite Sache, weder jemand von Union noch von Dortmund hat sich beschwert. Gutes. Das ist doch wunderbar. Das ist doch ein wunderbares Fazit. Wir sollten uns jetzt auch nicht zu lange mit der Nachspielzeit aufhalten. Weil die Zeit rennt uns mal wieder davon. Leider, leider Gottes. Erstmal, Babalais, danke für das Zwischenfazit. Für das Zwischenergebnis. Granada scheinbar 2-0 gegen Barcelona führen. Lewandowski wahrscheinlich wird nicht spielen, oder? Der wird verletzt sein nach dem Getreten in der Champions League. Interessant. Der fällt jetzt länger aus. Der fällt länger aus, ja. Das war leider auch schon fast zu erwarten. Aber gehen wir doch mal bei uns weiter. Vor unserer Werbepause kriegen wir doch sicherlich noch das zweite Thema unter. Und das wäre folgendes. Das Stuttgarter Märchen. VfB-Angreifer mit 13 Toren in 7 Spielen. Ja, der gute Girassi hat mal wieder eine Show hingelegt und hat in 15 Minuten 3 Nüsse gemacht und damit im Alleingang die Wolfsburger besiegt. Und das Ganze hat dazu geführt, dass die Stuttgarter zumindest für einen fast ganzen Tag, sogar länger als einen Tag, für, weiß ich nicht, 26 Stunden oder sowas in dem Dreh, waren sie ganz oben an der Tabellenspitze gewesen, bevor sie dann von Leverkusen wieder überholt worden sind. Und ja, zu dem Spiel an sich, ja, die Wolfsburger hatten geführt gehabt. Bei Stuttgart ging relativ wenig zusammen. Die haben dann ein paar Wechsel auf den Flügel und im Mittelfeld gemacht, die dann dazu geführt haben, dass die gute Girassi sehr gut in Szene gesetzt wurde. Und der hat wirklich 3 Tore gemacht, die jetzt auch nicht irgendwie waren, dass er einen Ball reingeschoben hat oder sonst was, sondern die wirklich von seiner individuellen Klasse
oder durch seine individuellen Klasse entstanden sind. Also, falls ihr die Tore nicht gesehen habt, schaut euch das nochmal an. War wirklich beeindruckend, was der gute Mann da gemacht hat. Ja, und jetzt stehen die Stuttgarter Grüßen von Tabellenplatz 2 mit 6 Siegen und einer Niederlage, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ja, genau, gegen Leipzig. Gegen Leipzig, ja. Und wir sehen es jetzt hier. Also die Frage ist ja, was geht da ab bei Stuttgart? Ist das jetzt auf einmal ein Titelkandidat? Haben die gerade nur eine gute Form? Und wir schauen uns dafür mal so ein bisschen Gegner an. Weil wir sehen, das erste Spiel 5-0 gegen Bochum gewonnen. Okay, das war Bochum. Dann 5-1 in Leipzig verloren. 5-0 gegen die Freiburger gewonnen. 3-1 in Mainz gewonnen. 3-1 zu Hause gegen Darmstadt gewonnen. 2-0 beim FC gewonnen. 3-1 jetzt zu Hause gegen Wolfsburg gewonnen. Und für mich stellt sich die Frage, und die würde ich gerne mal in die Runde werfen. Sind die Stuttgarter jetzt so gut? Oder waren die Gegner einfach nur die, ich sag mal, schlechten aus der Bundesliga? Okay, dann Toto, fang du doch einfach mal an. Ihr seid so schüchtern. Ja, was war genau die Frage, ob Stuttgart ein Meisterschaftsanwärter ist? Nein, das nicht, sondern... Ich wollte schon sagen. Nein, sind die Stuttgarter jetzt so gut? Oder war es jetzt eher, dass sie die schlechteren Gegner hatten, dass sie jetzt auf Platz 2 stehen? Nein, also die Spiele, die sie bis jetzt gespielt haben, die 6 Spiele, die sie gewonnen haben, haben die Stuttgarter gut gespielt. Ja. Und die Gegner waren zum Teil an dem Tag natürlich desolat. Das trifft aber zum Beispiel jetzt auf Wolfsburg nicht drauf zu. Wolfsburg hat ein relativ gutes Spiel gemacht. Aber das ist, wie man so schön sagt, die Stuttgarter haben im Moment einen Lauf und da gelingt alles. Aber ein Meisterschaftsanwärter auf gar keinen Fall. Wir dürfen nicht den Fakt außer Acht lassen, dass mit Guirassy das im Moment ein einziger Spieler ist beim VfB Stuttgart. Ich meine sogar, der hätte in 2 Spielen gar nicht getroffen. Das heißt, seine 13 Tore hat er in 5 Spielen gemacht. Wir kennen alle die. Hat er nicht getroffen. Gut, ich meine, gegen Leipzig hätte er auch nicht getroffen, aber bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Aber gut, ist okay. Guirassy hat im Sommer eine Ausstiegsklausel in Höhe von 20 Millionen Euro. Guirassy wird im Januar beim Afrika Cup sein. Da wird er mindestens 6 Spiele beim VfB fehlen. Und mit hoher Wahrscheinlichkeit wird der VfB Stuttgart gezwungen sein, ihn im Winter zu verkaufen, weil man da natürlich noch deutlich mehr als 20 Millionen Euro erzielen kann. Und dann bin ich mal gespannt, wie es dann weitergeht. Aber da bleiben wir bei, oder da bleibe ich bei, die Stuttgarter haben einen guten Start erwischt und werden mit Sicherheit beim Abstieg nichts zu tun haben. Aber weiter als Platz 8, Platz 9 am Ende der Saison glaube ich wirklich nicht. Also einstelliger Tabellenplatz, okay, aber europäisch glaube ich nicht. Die werden sich nicht europäisch qualifizieren. Ja, Babalais, was, also danke Thorsten dafür. Babalais, was sagst du denn dazu? Ja, wenn ich mir jetzt mal so durchgehe, die Kölner sind mittlerweile letzter, glaube ich. Darmstadt unten drin, Mainz müsste vorletzter sein. Freiburg nicht gut drauf. Bochum unten drin. Das sind so die Gegner der Stuttgarter. Was sagst du dazu? Hat das mit den Gegnern zu tun? Ja, gut. Ja, weniger. Ich glaube nicht. Also ich meine, klar spielt das eine kleine Rolle, aber die haben einfach den Flow mitgenommen. Ne? Ein Spiel gewonnen, nächstes Spiel gewonnen, mitgenommen, draus gelernt aus der Niederlage und gewinnen erstmal gegen die Kleinen. Das sind immer die sogenannten kleinen Spiele. Man sieht es ja bei Dortmund, wo die in der letzten Saison ihre Punkte gelassen haben, ne? Wo es immer wieder für Überraschung gab. Ist okay. Was die da bringen, leisten gerade, ist schön, ist gut. Freut mich für Stuttgart. Einige hatten sie ja schon als Abstiegskandidaten gesehen gehabt. Damit werden sie nichts zu tun haben, klar. Aber mehr als Platz 7, 8, 9 wird nicht rauskommen. Besonders wenn die ersten Interessenten kommen für Spieler XY. Ach komm, ab Sommer willst du nicht zu uns, willst du hier. Wenn Vertragsverlängerungen kommen oder andere Themen und sowas Unruhe reinbringt. Ne? Oder vielleicht ist Stuttgart einfach nur schön Wetterfußball, was sie spielen. Wenn das Wetter schön ist, spielen sie guten Fußball, was später kommt. Oder wenn sie jetzt einmal ein Spiel zu Hause gegen Leverkusen spielen sollten und 6-0 verlieren sollten, was kommt danach? Wie reagiert die Mannschaften auf solche Rückschläge? Und das ist dann wichtig zu sehen. Jetzt ist gut, die nehmen den Flow mit, die holen ihre Punkte, die sie holen müssen. Nicht müssen, aber die geholt haben. Und gut ist, also ich glaube, keiner bei Stuttgart beschwert sich darüber.
Nö, das glaube ich allerdings auch nicht. Don Günni, was sagst du denn zu den Stuttgartern bisher, zu dem Saisonverlauf und ja, die Thematik mit den Gegnern und was ist noch drin? Was denkst du? Ja, für mich ist halt auch wie man so schön sagt, das Stuttgarter Märchen, ne? Also hätte wahrscheinlich keiner mitgerechnet am Anfang der Saison. Aber so geht es im Fußball, ne? Sie haben direkt am ersten Spieltag mit dem 15-0, ja, da haben sie sich anscheinend so viel Selbstvertrauen erspielt und zugelegt. Und das haben sie im Grunde genommen, außer jetzt bei dem Ausrutscher in Leipzig, haben sie das in den anderen Spielen überzeugend mit rübergenommen, zu jedem Spieltag, ne? Ob zu Hause oder auswärts. Und ob jetzt die Gegner, sage ich jetzt mal, ja, schon in dem Regal oder in dem oberen Regal anzusiedeln ist, na, lassen wir mal dahingestellt. Aber die Punkte, die haben sie. Und die werden, auch so wie der Toto gesagt hat, die werden gar keinen Gedanken verschwenden. Ja, wir könnten vielleicht europäisch oder sonst was spielen. Für die geht es in erster Linie wahrscheinlich wieder früh genug den Klassenerhalt zu sichern. Da sind sie am besten Wege. Und ja, und sie haben natürlich auch zumindest bis jetzt einen Top-Stürmer, ne? Der trifft. Ja, also von daher, ich bin auch mal gespannt im Winter, wenn der Afrika-Cup und der Gerasi nicht mehr dabei ist, ja, wie dann die Ergebnisse sind und dann generell, was Stuttgart macht, ne? Wenn da wirklich eine Ausstiegsklausel ist von 20 Millionen, dann bleibt ihnen wahrscheinlich nicht viel übrig. Oder sie gehen einfach hin und sagen, okay, in Ordnung, na, so. Wir gucken mal, wie weit der Erfolg geht und ja, okay, dann nehmen wir vielleicht am Ende der Saison halt eben die 20 Millionen, dann ist es gut. Aber Das ist vielleicht ein. verschaffen sie es ja auch, ihn zu halten, weiß man ja Genau, und nicht. ob sie das schaffen oder nicht, das ist ein perfektes Timing. Das besprechen wir nach der Werbung. Wir sind in ein paar Minuten wieder zurück, Leute. Jetzt gibt's kurz Werbung. Bis gleich.
Online, so So, angenehm. Freunde, da sind wir wieder zurück aus der Werbung. Und wir machen direkt weiter mit dem nächsten Thema, weil uns langsam auch die Zeit ein bisschen davon rennt. Leipzig gegen Bochum. Was für eine Partie. Ein Leipziger Sturmlauf, der aber im Nichts verlaufen ist. Es gab kein Tor für die Leipziger und am Ende ein 0 zu 0. Maßgeblich daran beteiligt war natürlich Manuel Riemann, der nicht einen, sondern zwei Elfmeter gehalten hat und auch so noch ein paar Glanzparaden rausgehauen hat. Wir sehen es hier, 13 Schüsse der Leipziger, 5 davon aufs Tor, 90% Passquote, 66% Ballbesitz, 9 zu 1 Ecken. Alles hat für die Leipziger gesprochen, aber am Ende müssen sie mit einem Punkt, ja, zu Hause bleiben. Sie haben ja zu Hause gespielt. Und bevor wir in das Spiel reingehen, schauen wir uns dann noch kurz aus gegebenem Anlass Folgendes an, nämlich die besten Elfmeter-Killer aller Zeiten. Wir haben hier eine kleine Top 10, die wir mal kurz durchgehen. Auf dem 10. Platz ist der gute Diego Alves, der es geschafft hat, 21 von 45 Elfmetern zu parieren. Auf Platz 9, wer kennt ihn nicht? Stravko Stravkov, bulgarischer Nationaltorhüter. 70 Einsätze hat er für Bulgarien gemacht. Und in der Super League konnte er 15 von 28 Elfmeter halten. Da haben wir den guten Rudi Kargus. Weiß nicht, vielleicht hat der Don Günni den noch spielen sehen. Kann ja auch nicht so ganz vorordnen, welches Jahrzehnt das ist. 70er, 80er, ich bin mir sicher. Auf jeden Fall hat der 70er. 70er, okay, danke dir. Aber der hat auch in den 80ern noch gespielt, aber das Bild ist aus den 70ern. Das ist aus den 70ern, okay, wunderbar, danke dir. Ja, also aus den 70ern. Er hat auf jeden Fall 24 von 72 Elfmetern gehalten. Dann haben wir auf Platz 7 den guten Manuel Riemann, der 15, beziehungsweise. Ich glaube, das ist noch nicht ganz aktuell, 17 von 41 Elfmeter parieren konnte. Und die auch damals seine Karriere ein bisschen damit begonnen hat, als er im DFB-Pokal vor, weiß ich nicht, 15 Jahren oder sowas in dem Dreh, in der ersten Zwei Runde bei acht. Wacker Burghausen 2-8. Das sind 15 Jahre, ne? Also 2,7 war es. 2,7, 2,8 die Saison. Letzte Saison vom Oli Kahn. Da waren es vielleicht auch 16 Jahre. Auf jeden Fall sowas in dem Dreh. Da hat er in der ersten DFB-Pokalrunde im Elfmeterschießen, oder vorher im Spiel auch schon, auch im Elfmeterschießen super gehalten und war auch der große Elferkiller gewesen und die Bayern rausgehauen. Hat so ein bisschen seinen Stern damals entzündet. Dann haben wir den guten Aurelio Gomez auf Platz 6, den wir auch noch aus Hoffenheimer Zeiten kennen, die nicht so erfolgreich bei ihm waren. Auf jeden Fall hat er es geschafft. Ja, lass mich kurz. 35 Meter waren es. 11, genau. 11 von 35 gehalten. Auf Platz 5 Nikolai Larsen, den wahrscheinlich die wenigsten von uns kennen. Aber auch der war ein echter Elfmeterkiller. 9 von 29 gehalten. Benoit Cochetil, 14 von 48. Sami Bossou aus der Jupiler League, der es geschafft hat, 16 von 62 zu halten. Igor Akinfeev, 18 von 52. Und auf Platz 1 Sami Handanovic, der sage und schreibe 31 von 80 Elfmeter gehalten hat. Wahnsinn. Das nur kurz als kleines Zuckerli noch aus gegebenem Anlass. Und ansonsten würde ich doch mal sagen, ich würde eigentlich in die Runde fragen, aber könnte mir gut vorstellen, dass die Jungs wieder ein bisschen schüchtern sind. Deswegen sage ich schon mal, Don Günni, was sagst du zu diesem Wahnsinn? Riemann hält zwei Elfmeter, Leipzig nur ein Unentschieden. Was sagst du Ja, dazu? man muss wirklich sagen, die Bochumer, wenn man mal davon ausgeht, na, gehen wir mal 2 Wochen zurück, bekommen eine Packung in München, na, dann verlieren sie zu Hause gegen Gladbach mit 1:3 und zeigen dann so eine Moral in Leipzig, wenn auch vielleicht spielerisch mehr, dass sie hinten drin gestanden haben, also mehr verteidigt haben. Aber zumindest haben sie den Leipziger das Leben sehr, sehr schwer gemacht. Und mit einem guten Torwart, ja, klar, dann kannst du natürlich auch mal einen Punkt aus Leipzig entführen. Ne? Also ich finde schon, nach den letzten Wochen, wo sie ja im Grunde genommen nur der Prügelknabe waren, ja, haben sie zumindest Moral und Charakter gezeigt und haben sich in Leipzig nicht abschlachten lassen. Ne? Also, finde ich schon eine tolle Leistung. Ne? Spielerisch, okay,
kann man darüber streiten. Ja, sieht man nicht gerne als, als Fußballfan, ja, wenn man sich mit allem Mann hinten reinstellt und nur verteidigt. Und aber gut, wenn du natürlich so eine, sagen wir mal, Negativserie hast wie die Bochumer, ja, dann ist halt im Moment erstmal dieses Heilmittel. Ne? Ja, auf jeden Fall, du sprichst es schon an. Spielerisch war das von Bochum wenig bis gar nichts gewesen. Und deswegen an Toto mal die Frage. Ich meine, aus Bochumer Sicht in Leipzig einen Punkt zu holen, ist natürlich erstmal sehr unerwartet und eine geile Sache. Aber auch in Anbetracht dessen, dass sie letzte Woche zu Hause gegen Gladbach, die ja auch unten drin stehen, schlecht gespielt und verloren haben, wie viel bringt dieser eine Punkt den Bochumer denn dann am Ende des Tages überhaupt? Effektiv gar nichts. Ja, viel wichtiger wäre letzte Woche das Spiel gegen Gladbach gewesen. Ja, da spiele ich gegen einen direkten Konkurrenten. Gut, ob Gladbach jetzt ein Abstiegskonkurrent wird oder nicht, lassen wir mal dahingestellt. In meinen Augen ja, aber wäre viel wichtiger gewesen. Auf der anderen Seite ist das, was Günni sagt, natürlich richtig. Man nimmt natürlich jetzt auch ein Stück weit wieder Moral mit und ein bisschen Selbstvertrauen mit. Ja, ein Punkt in Leipzig ist schon gut, aber die Frage zu beantworten, effektiv bringt mir ein Punkt in Leipzig bei der Tabellenkonstellation erstmal relativ wenig. Ja, die Meinung... teile ich voll und ganz. Herr Babalais, wie siehst du das Ganze? Denkst du denn, jetzt unabhängig davon, dass ein Punkt vielleicht rein punktetechnisch zu wenig ist, glaubst du, die Bochumer können jetzt auch im Hinterkopf, wenn wir im Hinterkopf haben, dass ja jetzt Länderspielpause ist, können die da moralisch was mitnehmen? Können die gestärkt aus der Länderspielpause kommen, weil sie diesen Punkt geholt haben? Was glaubst du, wie das vielleicht in der Psyche der Spieler und der Mannschaft eine Rolle spielen wird? Ja, gut. Wie viele Spieltage haben wir jetzt gespielt? Acht? Sieben. Sieben, das heißt, wir haben noch 27 Spieltage. Das ist korrekt. Wenn sie genauso auftreten, holen sie noch 7 Punkte. Ich glaube nicht, dass 30 Punkte reichen, in der Liga zu bleiben. Das ist nichts. Das war Zufall und sei mir nicht böse. Manuel Riemann, jetzt 2 Elfmeter gehalten, hast mal gesehen, wie die Elfmeter geschossen haben. Das ist doch ein Witz. Ach, sorry, da knüppel ich den Ball ins... Spätestens beim zweiten Versuch knüppel ich den Ball ins Tor und versuchte nicht auf Seite mit, keine Ahnung, 3 km/h zu schieben, damit das cool aussieht. Ich habe den Torwart ausgeguckt. Nee, sorry, bei mir dürften die beiden nie wieder einen Elfmeter schießen, nicht mal im Training. Ja, und ganz ehrlich, und das war halt das, was ich letztes Mal angesprochen hatte beim Spiel gegen Bayern. Bayern hat es geschafft, nach 3 oder 4 Minuten das 1-0 gemacht, damit war es gegessen. Und hätten die Bochumer zur 20., 30. Minute 1-0 kassiert, wären sie mit 5-6 aus dem Stadion rausgeschossen worden. Ne, ein bisschen Spielglück dabei, schlecht geschossene Elfmeter, klar muss der Torwart erstmal dahin springen, aber yo, sorry, 50-50. Ne, wir können jetzt 33% machen, hätte er auch in die Mitte schießen können, aber war so schlecht geschossen. Also Bochum von Bochum, wenn die nichts dazu kaufen in dieser Saison, ne, dann weiß ich nicht, wie das enden wird bei denen. Ne, besonders, was habe ich gesehen da, wen haben sie jetzt hinten geholt? Das habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt, den Paciencia. Ja, der ja. Aber. Den hab ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Das war eine Frage gewesen, ja. Ja, sorry, Leute. Also, nee. Bochum, ganz ehrlich, wenn sie Punkte schaffen, kriegen sie das nur zu Hause mit der Stimmung der Fans. Aber das ist Kanonenfutter. Die können auf Platz 16 hoffen, weil es immer noch 2 andere Mannschaften gibt oder geben wird im Laufe der Saison, die noch schlechter sein werden. Ja, auf jeden Fall hat der Trainer 5-mal gewechselt. Also in der Startelf im Vergleich zur letzten Woche. Vielleicht hat das ja ein bisschen was gebracht. Oder vielleicht hatten die Leipziger auch einfach einen schlechten Tag, wo sie kein Glück hatten. Vielleicht gibt es jemanden in der Runde, der noch was zu Xavi Simons sagen möchte. Ich glaube, derjenige fühlt sich angesprochen. Ja, weiß ich nicht, ob das unbedingt hier hingehört, aber für mich muss ich ganz ehrlich sagen, also wie er sich da fallen gelassen hat beim Elfmeter, Leis hat eben schon gesagt, er würde die nicht mehr schießen lassen, ich würde den Simmons nicht mehr spielen lassen. Also tut mir leid, das ist,
Also ein unberechtigter Elfmeter, hätte ich jetzt fast gesagt, habe ich die Saison noch gar nicht gesehen. Doch, ich habe ihn tatsächlich gesehen beim Spiel Bayern gegen Leverkusen, aber nicht immer aufhören. Aber das war also Simmons für mich, wie er da gefallen ist, bei 0,0 Berührung oder ganz leichte Berührung, ist der Wahnsinn. Und mich nervt es einfach, dass Schiedsrichter immer wieder drauf reinfallen, Das würden sie hundertprozentig, wenn so ein Foul in der Mittellinie passiert, würden sie es weiterlaufen lassen. Nur weil es im 16er ist, gibt das einen Elfmeter. Mich würde wirklich mal freuen, wir hätten auch mal wieder einen Schiedsrichter, so wie es früher immer war, der da einfach mal eine gelbe Karte zückt. Damit endlich diese Schauspielerei aufhört. Nochmal, wir haben gar nicht bei dem Dortmund-Spiel die Szenen, sind wir drauf eingegangen. Mats Hummels, das ist ein Tritt für mich, ja, aber guckt euch mal an in dieser Szene, wie wenig Becker aus dieser Szene macht im Vergleich zu dem Foul des Bochumers an den Simmons. Einfach nur mal übereinander legen diese Szenen. Und der Becker, der ist übelst gefoult worden, ja. Der ist 2 Minuten liegen geblieben. Ja, aber hat er sich 8-mal gerollt? Wie ein Simmons? Nein. Beim Simmons habe ich im ersten Moment gedacht, Junge, da ist Bein ab, da ist Arm ab, da ist Ohr ab. Ja, also ganz ehrlich, sei mir nicht böse, Leis. Also guck dir die beiden Szenen in Ruhe an, ja, und dann besprechen wir die nächste Woche. Und wenn ich was Falsches gesehen habe, dann werde ich es auch zurücknehmen. Aber guckst du dir an. Nee, ich hatte ja schon gesagt, auf jeden Fall, dass das Foulspiel am Becker, was ja auch dann erst durch ein VAR gepfiffen wurde, dass das für mich eigentlich im Live-Bild schon so ein klares Foul war, dass der Schiedsrichter eigentlich schon direkt hätte eingreifen müssen. Und beim Simmons habe ich mir nur gedacht, als ich da die Wiederholung gesehen habe und dann gesehen habe, dass er selber antritt, wo ich mir dachte, Junge, mach's nicht, weil wir kennen das. Und jetzt fange ich mal an mit unserem Phasentacho. Ja, der Gefaulte sollte niemals selber schießen, erst recht nicht dann, ja, wenn er sich vorher so hat fallen lassen. Und ich habe ein bisschen gehofft und habe mich dann auch gefreut. Ich habe ein bisschen gehofft, okay, er schießt ihn jetzt selber, hoffentlich verschießt er ihn oder der Torwart hält ihn, weil dann ist es zumindest ein bisschen ausgleichende Gerechtigkeit vom Fußballgott oder was auch immer, dass sie zumindest für diese Schwalbe, die auch meiner Meinung nach ganz klar war, dass sie dafür jetzt nicht noch belohnt worden sind mit einem Tor, die Leipziger. Deswegen bin ich da voll bei dir auf jeden Fall, ja. Ja. Und ja, der Elfmeter gebe ich dir, oder die Elfmeter generell, Babalais, was du eben gesagt hast, gebe ich dir recht, die waren nicht besonders gut geschossen. Aber zum Beispiel beim Gerassi, der Elfmeter, den er gemacht hat, den hat er auch halb hoch, nicht allzu straff in die Mitte geschossen. Und ne? Wie du es, glaube ich, auch schon gesagt hast, der Torwart muss halt auch erstmal entweder stehen bleiben oder in der Ecke sein. Ne? Deswegen, wir waren nicht gut geschossen, aber ja, der Riemann hat sich dann auch richtig entschieden. Aber ich meine, der hat die Bälle festgehalten. Renault hätte das nicht geschafft. Aber da hat er schon recht. Ein Torhüter, der den Elfmeter festhält, das ist schon für den Schützen, ist das schon die Höchststrafe. Und sie waren kläglich geschossen. Das muss man schon sagen. Gebe dir aber auch vollkommen recht. Ne? Ist heutzutage öfters, dass Elfmeter nur noch geschoben werden. Wo ich mir auch denke, meine Güte, wenn der Torhüter jetzt da in die Ecke gesprungen wäre, überhaupt gar keine Chance. Da lobe ich mir die Elfmeter von dem Harry Kane. Volles Rohr angelaufen, so schießt man einen Elfmeter. Aber muss ich fairerweise sagen, konnte ich auch nie. Also ich muss da ganz ruhig sein. Ich war auch immer ein Schieber und ich hatte aber immer das Glück meistens, dass ich entweder den Pfosten oder gar nicht erst das Tor getroffen habe. Was, du warst kein Profifußballer? Was machst du denn hier? Raus mit dir! Ja doch, Profifußballer war ich schon, aber kein Profi-Elfmeterschütze. Okay, na gut. Aber ja, noch mal vielleicht kurz auf die Schwalben zurückzukommen und ganz kurz, ganz kurz, warum es da keine, sage ich jetzt mal, gelbe Karten oder die Schiedsrichter ja generell keine gelben Karten mehr geben. Ich gehe doch einfach mal davon aus, nach so einem Spieltag, da wird es doch bei den Schiedsrichtern montags doch auch eine Runde geben, wo diese einzelnen Spiele analysiert werden. Heißt Tacheles der Schiri-Talk, ja. Ja, wahrscheinlich, ne? Und da wäre jetzt mal meine Frage, wie bewertet denn so jeder einzelne Schiedsrichter seine Leistung
wenn er dann die Szenen sieht und er auf gewisse Dinge reinfällt. Gut, Schiedsrichter, aber, da kann ich schon direkt sagen, die werden ja schon während des Spiels, da gibt es jemanden, der auf der Tribüne sitzt und die Leistung des Schiedsrichters beobachtet und da wird gar nicht bis Montag gewartet, da wird nach dem Spiel, wird dann in der Kabine wird schon Feedback gegeben, was wurde gut gemacht, was wurde schlecht gemacht, also die werden, meint man zwar nicht, wenn man manchmal sieht, welche Schiris, wie lange die Scheiße pfeifen, sage ich jetzt mal so, aber die werden schon tatsächlich, also da sitzt einer auf der Tribüne, das wird bewertet und da gibt es wahrscheinlich dann auch so ein Ranking bei der DFL oder whatever, wo dann geschaut wird und ja, wer ist gut, wer ist schlecht und anhand dessen werden dann wahrscheinlich auch die Schiedsrichter ausgewählt, wer wie viele Spiele kriegt und wer die Top-Spiele kriegt und so weiter. Aber das viel Schlimmere jetzt in dieser Szene ist ja, wir müssen uns ja gar nicht drüber unterhalten, warum hat er nicht gelb gegeben, sondern er hat ja noch nicht mal die Schwalbe erkannt. Er hat ja faul gepfiffen. Er hat ja noch nicht mal gesehen, dass es kein Foul war. Deswegen. Ja, aber dann liegt es ja am VAR. Ja, natürlich. Schiri und VAR. Würde mich mal interessieren, wie die das jetzt, also wir werden es niemals erfahren, aber wie die sich dann nach dem Spiel zusammengesetzt haben, naja, wie der gut bewertet worden ist. Mir ging es aber jetzt wirklich nicht um das, also nochmal, berührt worden ist er natürlich schon. Ja, auch ein Hofmann ist vom Davis berührt worden. Ja. Also wie gesagt, das konnte man schon sehen. Mir ging es jetzt weniger um die Entscheidung, dass er Elfmeter pfeift. Dafür kann auch prinzipiell unser Schiedsrichter nichts. Das sind Vorgaben von der FIFA. Wir unterliegen oder die Schiedsrichter unterliegen FIFA-Regularien und dann ist es ein Foul. Ja, das ist ähnlich, wie wir die Diskussion im Handspiel hatten. Das gibt irgendeinen Rat vor, ja, der sagt, wenn es so passiert, dann ist es ein Elfmeter. Mir geht es am Ende des Tages darum, warum muss ich mich da achtmal um die eigene Achse rollen, mach noch eine Pirouette, schreie rum, als wenn was weiß ich was passiert wäre. Darum geht es mir. Ja, Elfmeter, das ist in Deutschland oder zumindest das, was wir die letzten Wochen gesehen haben, war es ein glasklarer Elfmeter. Mir geht es wirklich prinzipiell darum, warum die Spieler immer wieder so schauspielern. War ja nichts. Also, ja, weil Aua. Ja, weil Aua, ja, gut. Ja. Darum ja, es ist ja gefühlt, ist ja immer irgendein Thema, in jeder Saison ist ja irgendein Thema, was im Fokus gerückt wird und was dann viel gepfiffen wird und vor ein paar Jahren waren es auch mal Schwalben gewesen, mittlerweile sind es andere Dinge und ja. Aber vielleicht liegt es auch daran, je lauter du schreist und der Schiri gibt den Elfmeter in diesem Moment nicht, dass es wahrscheinlicher ist, dass der VAR sich diese Szene nochmal wenigstens anguckt. Ja, was ja bei anderen ja nicht passiert. Ja. Das heißt, je dramatischer und du mehr Aufmerksamkeit bekommst, desto wahrscheinlicher ist es, dass der VAR, wenn der Schiri nicht schon vorher auf Elfmeter gepfiffen hat, sich diese Szene nochmal anguckt. Ja, und wenn die nur die kleinste Berührung sehen, werden sie auf Elfmeter entscheiden. Das ist ja das Lächerliche. Du weißt ja gar nicht, in welcher Intensität der getroffen worden ist oder welches Gefühl der hat, als er berührt worden ist, oder ob er wirklich fallen muss. Weil die gucken sich ja nicht in der Realzeit diese Fouls an, die gucken sich in der Zeitlupe diese Fouls in der Regel an. Und das ist so der Punkt. Und wenn ich die Schnauze halte und mich fallen lasse, aufstehe und weiterspiele, kannst du davon ausgehen, ach, VR braucht gar nicht eingreifen, nicht mal der Spieler hat sich beschwert. Ja, das sind genau. So psychologische Sachen, wie du Einfluss auf den Schiedsrichter nimmst. Wenn du den Schiedsrichter das ganze Spiel lang bearbeitest, das ganze Spiel lang bearbeitet. Das hast du heute bei Manchester gegen Arsenal gesehen, wie die versucht haben, für den Kovacic unbedingt eine rote Karte zu kriegen, was er hätte kriegen müssen eigentlich. Spätestens nach dem zweiten Foul. Aber das ist Psychologie auf dem Platz und die sind alle trainiert darauf. Alle Spieler. Ja, klar. Ja, aber das wäre ja ein Armutszeugnis. Ja, aber das ist ja genau das Problematik. Wenn wir so weit gekommen sind, dann muss ich ja sagen, das sind ja dann schon Verhältnisse wie in der Kreisliga früher. Dann schau dir Südamerika an oder Südeuropa an, da ist das Gang und Gäbe dort. Gut. Wir sind uns alle einig, glücklicherweise sind wir weder Südamerika noch Südeuropa. Ich glaube, wir sind alle froh, dass wir in Deutschland sind und ich finde, da sollten wir einen anderen Anspruch haben und das ist auch ein Anspruch, den wir an die Spieler haben müssen, auch an Spielern, die vielleicht nicht aus Deutschland kommen. Ja, ich weiß, der Simmons kommt nicht aus Deutschland. Aus Südeuropa, aus La Masia. Dann muss man alles für tun, da ist dann Sportskamerad Rose dran und sollte ihm da ein bisschen was beibringen. Also ich finde, nochmal davon abgesehen, hat
sowas in Südamerika und in Südeuropa auch nichts zu tun. Ja, ich gebe dir recht, er hat aber nochmal. Was soll der Rose machen da? Roll dich einmal weniger. Du hast ich ja wüsste, raus, super. Ich wüsste, was ich da machen würde mit dem Spieler. Aber ich bin auch nicht sein Trainer. Aber nochmal, hat ja ein bisschen Karma mit sich gebracht. Er hat einen Elfmeter nicht verwandelt und sie haben das Spiel auch nicht gewonnen. Jetzt, wie gesagt, ich bin kein abergläubiger Mensch oder sonst irgendetwas. Glaub nicht, dass das damit zusammenhängt. Aber trotzdem, das wollen wir doch alle nicht sehen. Nochmal. Ja, aber es ist halt einfach. Lass dich fallen. Wir haben VAR. Der wird schon überprüfen. Ja, aber es ist halt, ja? Es ist halt einfach so, wie es ist. Und jeder, der es nicht macht, jeder Spieler, jedes Team, begibt sich absichtlich in einen Nachteil. Das ist einfach so. War bei Becker auch nicht. Lass war dich, bei Becker ja, auch nicht. Aber auf die Saison gesehen ist das scheiße. Also auf die Saison gesehen hast du einen Nachteil. Du musst Zeitspiel machen, sonst kriegst du noch hinten einen rein. Du musst dich fallen lassen, sonst kriegst du weniger Elfmeter. Das ist einfach, so ist es momentan. Und es ist an den Schiedsrichtern, das zu ändern. Weil wenn die Schiedsrichter sowas nicht erpfeifen, dann lassen irgendwann die Spieler sich auch nicht erfallen, weil sie merken, ah, es bringt nichts. Ansonsten bin ich genau bei dem, was Baba leistet. Der hat es eigentlich wunderbar gerade analysiert. Die Psyche, das geht in den Schiri rein, das geht in den VR rein. Szenen werden sich eher angeguckt. Und dann sind wir irgendwann da, wo was der ein oder andere aus der Kreisliga-Fußball kennt, dass wenn du die Hand hebst und abseits schreist, dass dann der Schiri abseits pfeift, weil er es vielleicht gerade nicht besser gesehen hat oder besser weiß. Aber jetzt, was soll denn passieren? Der hat ja den Elfmeter bekommen, der hat sich 70 Mal gerollt. Soll er für 70 Mal rollen, obwohl er einen Elfmeter bekommen hat, nochmal sanktioniert werden vom Schiedsrichter oder was? Du hast übertrieben. Ich würde es alle sanktionieren. Ja, also wenn ich was zu sagen hätte, dann wäre am Montag erstmal der Videoschiedsrichter, der wird bei mir sanktioniert. Der Schiedsrichter wird erstmal wochenlang nicht pfeifen und danach wird der Simmons bei mir antreten, ja? Also, ja, und dann würde ich ihm die Flausen schon aus dem Kopf bekommen. Gilt nicht nur für Simmons. Nochmal, ich habe mich nicht auf ihn eingeschossen. Ist ein toller Spieler. Bin froh, dass er in der Bundesliga ist. Der wird eine ganz große Karriere machen. Er sollte nur das Fallen sein lassen, dann wird die Karriere noch größer. Oh, der Neymar hat auch eine große Karriere mit Schwalben. Ja, aber bei Messi und Ronaldo habe ich das nicht gesehen. Tut mir leid. Ronaldo hast du das nicht gesehen? Dann hast du nicht viele Ronaldo-Spiele gesehen. Also Ronaldo und Messi habe ich nicht gesehen. Also Ronaldo war ja, weiß ich gar nicht, ob Neymar oder Ronaldo schlimmer waren. Dann zeigt mir demnächst mal Szenen davon. Der Ronaldo, da können wir uns nächsten Sonntag, kann ich dir hier ein 2-Stunden-Video zusammenschneiden, wie der wie eine kleine Diva am Boden liegt und am Weinen ist. Also hören wir auf dem Ronaldo. Aber gut. Ronaldo hat auch vorher das Tor schon gemacht. Der brauchte sich gar nicht zu rollen. Ja, er hat sich maximal beim Torjubel gerollt. Ja. Ronaldo war schon. Wir wissen, wie Ronaldo ist. Spielerisch, okay, hast du recht. Aber charakterlich ist dieser Typ eine absolute Vollkatastrophe und Mimose. Ist einfach so. Ist nicht das Thema, richtig. Aber. Gut, Babla hat es gerade in den Chat geschrieben. Erstmal Servus, Babla, schön, dass du hier bist. Und er hat nur nochmal gesagt, dass es tatsächlich seit der VAR-Einführung weniger Schwalben gibt, was auch Sinn macht, weil Situationen ja dann nochmal überprüft werden können und das Ganze gerne. Ja, aber das ist, weil Sky 90 ähnlich wie viele anderen nicht diese Sichtweise auf die Dinge haben wie ich. Noch einmal, es ging mir nicht um eine Schwalbe. Schwalbe bedeutet bei Sky 90 oder bei Doppelpass oder bei allen anderen immer dann, wenn ich einen Elfmeter bekomme, der kein Elfmeter war. Für mich kann auch eine Schwalbe sein, wenn ich gefoult worden bin. Noch einmal, um dass wir es klarstellen. Simmons wurde berührt. Ja, es war ein Elfmeter laut Regelwerk. Ja, trotzdem muss ich nicht mich achtmal dann noch um die eigene Achse drehen. Darum geht es mir. Und Hofmann haben wir ja auch lang und breit diskutiert. Für mich im Leben kein Elfmeter. Ja, man kann ihn natürlich geben, aber man muss nicht so fallen, als wenn man von einer Bazooka getroffen worden ist. Darum geht es mir. Also das Thema Hofmann hatten wir damals ja auch schon ausführlich gehabt. Ich grätsche jetzt dazwischen, Leis. Tut mir leid, aber wir müssen die Uhr ein bisschen im Blick behalten. Wir haben noch ein, zwei Themen. Und wie du hast es gerade selber schon gesagt, Toto, jeder hat andere Sichtweisen. Und das ist auch das Schöne, wenn das nicht so wäre, würden wir jetzt uns nicht hier vereinigen können bei Tacheles, weil dann gäbe es nichts zu besprechen. Wie gesagt, auch das haben wir jetzt ausführlich besprochen. Die
So oder so, die Leipziger haben nur einen Punkt mitgenommen, was definitiv zu wenig ist, zu Hause gegen Bochum. Karma hat sicherlich eine Rolle gespielt, genauso wie Manuel Riemann. Und am Ende des Tages kann man nur festhalten, sie haben 2 Punkte verloren im Rennen um die Meisterschaft. Und das Rennen um die Meisterschaft führt uns direkt zu dem nächsten Spiel, was wir besprechen wollen. Nämlich Bayer Leverkusen gegen 1. FC Köln. Das Derby. Ich weiß gar nicht, haben die Namen? Rhein-Derby, gibt es da nicht nur irgendwie Sculpico oder irgendwas? Keine Ahnung. Wenn ihr Ideen habt, schreibt es gerne mal in den Chat. Vielleicht können wir da noch einen neuen fancy, ja, das modernen Namen. Uninteressanteste Derby im Rheinland. Ne? Ja, aber also das kann man ja vielleicht noch schön ausschmücken, dass es ein bisschen besser klingt. Ja. Aber am Ende des Tages, ja, die Leverkusen haben 3-0 gewonnen. Hofmann hat eine Glanzleistung hingelegt, ein Tor gemacht, eins vorbereitet und ist viermal hingefallen. Nein, keine Ahnung, ich weiß, wie oft er hingefallen ist. Wir sehen hier die Statistiken, Expected Goals 4,02 bei Leverkusen. Überraschenderweise der FC auch mit 1,5. Ist vermutlich schon mal ein Vorteil. Ja, das lag am Selke in der Startaufstellung. Da haben gesagt, da muss ein Tor fallen. Da muss eins fallen. Selke und Alidou, das ist der neue Traumsturm. Ja, aber wir sehen es hier, 61% Ballbesitz für Leverkusen, 92% Passquote, was schon stark ist. 11 Schüsse, davon 10 aufs Tor, was auch eine verdammt gute Torquote ist. Und ja, am Ende des Tages, was soll man sagen, lief so wie erwartet. Wir haben ja letzte Woche noch drüber gesprochen, ist vielleicht für den FC was drin? Nee, für den FC ist nichts drin. Und somit haben sie die rote Laterne in die Hand genommen, weil die Mainzer im Abstiegskampf gegen Gladbach am Freitag einen Punkt geholt haben. Und ja, Babla schreibt mal in den Chat, Pappnasen-Derby. Ja, das geht schon mal, glaube ich, in die richtige Richtung. Wenn wir das noch irgendwie auf Portugiesisch oder Spanisch übersetzen könnten, dann klingt das bestimmt nach richtig geilem Fußball. Aber jetzt mal an Don Günni die Frage. Überrascht dich das Ergebnis? Wahrscheinlich nicht, aber ich dachte, vielleicht ist beim FC was drin, weil im Derby sind die ja oftmals über sich hinausgewachsen. Im Derby gegen Leverkusen und auch gegen Gladbach haben sie, glaube ich, auch gar keine so schlechte Bilanz. Ja, was sagst du jetzt zu dem Ergebnis und dem Spielausgang und der Situation vom FC? Ja, der Spielverlauf gibt ja eigentlich schon alles wieder. Also, dass der FC in Leverkusen was holt, na, das war von vornherein für mich klar, da ist nichts zu holen für den FC. Und der FC muss halt eben gucken, schnellstmöglich, dass er die Punkte gegen Mannschaften holt, die unten drin stecken. Ja, da ist natürlich auch sehr, sehr schwer. Na, da hatten sie, glaube ich, bis jetzt nur einen Gegner, das war, glaube ich, Mainz gewesen. Bremen, die noch unten drin hängen, wo sie hätten Punkte holen können. Aber der FC muss ganz schnell gucken, dass er irgendwie in die Spur kommt. Ne? Das ist genauso wie zum Vergleich jetzt mit Union. Ne? Der FC spielt nicht europäisch und trotzdem hängt er nach dem Dortmund-Spiel, das ist eigentlich kurios, ne? Wo sie ja eigentlich eine sehr, sehr gute Leistung abgeliefert haben und wirklich mehr oder weniger auch unglücklich letztendlich verloren haben, aber seitdem ist der Wurm drin. Ne? Aber der FC muss gucken, die Punkte muss er woanders holen. In Leverkusen, ne, da ist nichts zu holen und in 14 Tagen haben sie wieder ein Derby, dieses sogenannte rheinische Derby gegen Gladbach und ja, so wie du schon gesagt hast, das ist nicht die Preisklasse, sage ich mal, von Köln gewesen mit den Leverkusen. Auf gar keinen Fall. Deswegen nicht in der jetzigen Verfassung, nein. Ja, gebe ich dir recht. Baba Leis hat noch eine Frage angekündigt zum FC, dann hau die doch gerne mal raus. Ja, ich habe eine richtige Frage. Ich habe mir gerade mal hier unsere Kicktipp-Runde angeguckt, ne? Ja. Sag mal, was ist mit euch passiert? Habt ihr tatsächlich dran geglaubt, dass der FC ein Tor schießt?
Man muss dazu sagen, für die Zuschauer, wir haben alle eine Kicktipp-Runde, wo wir drin sind. Und, wie kann man denn drauf tippen, dass der FC ein Tor schießt? Ja, du hast doch gerade gesagt, Davy Selke. Ja, das haben die so, die Statistiker haben das so ausgerechnet. Ah, Leute, aber ganz ehrlich, wenn man das Spiel zusammenfasst, 3-0 ist ja schon fast peinlich für Leverkusen. Die hätten ja mindestens 6, 7, 8 Tore schießen müssen. Hm. Müssen. Also Köln, ich weiß gar nicht, was Köln da auf dem Platz zu suchen hatte. Da war ja nichts, da war ja null. Das war ja einfach Arbeitsverweigerung. Genau wie, kommen wir gleich noch drauf, wie der SC Freiburg heute. Das war nichts, absolut nichts. Das ist, sehe ich ähnlich, und da hast du auch schon eine gute Überleitung angeboten. Möchte nur noch mal kurz dem FC ein bisschen Mut machen. Der Babbler schreibt es bei uns in den Chat. Der FC wird es noch schaffen. Sie spielen ja nicht so schlecht. Und es ist ja noch sehr ruhig in Köln. Sie wissen, dass es schwer wird, die Saison. Es ist tatsächlich verdächtig ruhig beim FC, dafür, dass sie da unten drin stehen. Normalerweise müsste die Stadt eigentlich schon brennen, so wie wir das vom FC kennen. Gebe ich dir recht. Und ja, ob die jetzt nicht so schlecht spielen, weiß ich nicht. Die haben kein Geld fürs Feuerwerk. Die haben kein Geld fürs Feuerwerk, ja, das kann sein, ja. Deswegen aber brennt doch nichts. Vielleicht macht das denn, vielleicht schaut ja, weiß ich nicht, vielleicht schaut der Davy Selke ja gerade zu. Falls ja, schöne Grüße, und du warst schon immer ein großes Vorbild von mir. Man muss ja was Nettes sagen, ne? Babbler glaubt an euch, und vielleicht packt ihr es ja noch. Wäre der Bundesliga, glaube ich, zu wünschen, weil den FC will man in der Liga haben. Immer gute Stimmung. Genau, Babbleis hat es gesagt. Kommen wir zur nächsten Mannschaft, die quasi Arbeitsverweigerung betrieben hat. Der SC Freiburg. Der SC Freiburg ist zum FC Hollywood gereist. Und was soll man sagen? Die Bayern haben gut angefangen, haben ein frühes Tor gemacht, in der 12. Minute Coman mit einer, ich behaupte mal, er hat versucht, von rechts rein zu flanken. Die Flanke hat dann nicht den Weg zu Harry Kane gefunden, sondern den Weg ins Tor. Das 1-0 war da. Sané hat in der 25. Minute nachgelegt mit einem schönen Doppelpass mit Harry Kane, der dann uneigennützig den Ball rübergespielt hat vom Tor, was mir sehr gefallen hat. Manch ein anderer Lewandowski hätte da wahrscheinlich nicht gepasst. Ja, und dann war die Messe eigentlich auch schon gelesen gewesen. Die Freiburger, weiß nicht, was deren Plan war, ob sie irgendwie einen Wellness-Tag in München einlegen wollten oder sowas, keine Ahnung. Da war nichts gewesen, keine Körperspannung, kein Wille, kein Einsatz, gar nichts. Die standen hinten drin, haben sich eigentlich auch relativ schnell ergeben. Die Statistiken auf der rechten Seite zeigen das Ganze 2,5 Expected Goals zu 0,08. Frag mich nicht, wie 0,08 zustande kommt. Vielleicht war das irgendwie die Anstöße zusammengerechnet. Ja. Weil da könnte ja einer draufstehen, ich habe keine Ahnung. Waren ja 4 Anstöße, die sie hatten. Richtig, also ja, 0,08. Ja. Das könnte hinhauen. Wir sehen es auch bei den Torschüssen. 16-2 Torschüsse. 0 aufs Tor von den Freiburgern. 32% Ballbesitz nur von den Freiburgern. 74% Passgenauigkeit. Also gibt es eigentlich relativ wenig zu sagen. Freiburger hatten keine Lust, an diesem Spiel teilzunehmen und haben es 3-0 verloren, was sie auch, also dasselbe Ergebnis wäre es gewesen, wenn sie gar nicht angereist wären. Ich gebe es mal in die Runde trotzdem. Hat noch jemand etwas zu diesem Spiel zu sagen? Ja, man darf zumindest auch sagen, bei aller Kritik, die berechtigt ist an Freiburg, sie haben immerhin bei einer der besten Mannschaften der Welt gespielt. Ja, sollte man nie außer Acht lassen. Ne? Sie haben jetzt nicht irgendwo, was weiß ich wo, gespielt. Ja, Bayern München, Real Madrid, mehr gibt es auf der Welt nicht. Was Höheres gibt es auf der Welt nicht, das wollte ich sagen, nicht was anderes. Es gibt auch ganz viele andere tolle Vereine, aber Real Madrid und Bayern München ist mit Sicherheit im Fußball. Das Größte, das Beste und vor allen Dingen auch das Schwierigste, ja. 90 Minuten in München, ähnlich wie im Bernabeu, die sind lang und schwierig und
Nein, die Freiburger haben es, wir haben es eben bei Bochum ein bisschen ja kritisiert. Die Freiburger wissen genau oder wussten wahrscheinlich auch genau, die Bayern haben die ersten 15 Minuten Vollgas gegeben. Danach habe ich von Bayern auch nichts mehr gesehen, ja. Die haben sich also auch im Grunde 75 Minuten, du hast eben Wellness gesagt, die Freiburger. Das haben die Bayern ab der 15. auch gemacht. Also war es für beide ein schöner Wellness-Tag, war das erwartete Ergebnis. Aber nochmal, ne, Freiburg hat hier nicht bei irgendeiner Dorfmannschaft gespielt. Und vielleicht. Eins wollte ich vielleicht noch sagen, hier an unsere beiden Edelfans, ne, Baba, Babbler und an den Jay, zieht euch Kopfhörer an und besucht uns demnächst doch mal hier. Genau, ihr seid gerne eingeladen, auch mal teilzunehmen, ja. Ich gebe dir recht, Toto, klar, Freiburger krasse Außenseiter und wussten, dass es nichts zu holen gibt. Ich finde es persönlich einfach nur schön, dass die Freiburger da zumindest das Glück hatten, dass es während der Wiesn war. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass der Streich, also wir haben ja auch nicht so einen weiten Weg von zu Hause aus, aber vielleicht hat der Streich, vielleicht wird er altersmilde und hat zumindest noch einen kleinen Ausflug in Wiesenfestfeld gemacht. So wie sie gespielt haben, haben scheinbar vor dem Spiel. Ja, das könnte es dann ein bisschen erklären. Ja, ansonsten, genau, der Baba Leist hat es ja auch schon in den Chat geschrieben. Thiel wurde eingewechselt und hat mal kein Tor gemacht. Don Gini, was sagen wir denn dazu? War es das jetzt? Ist der Lauf von Thiel vorbei oder fängt jetzt seine Stammspielerzeit an, weil er ja jetzt mal nicht als Joker funktioniert hat? Ja, lass den Jungen doch einfach. Der ist 18 Jahre, der macht seine Sache gut und er wird noch wichtig für Bayern München. Lasst euch gesagt sein. Und der wird eine große Zukunft in München haben. Ist einer, der um Teppich bleibt. Na, das gefällt man ihm und Babalei sollte sich lieber um seine Dortmunder Stürmer, sollte sich lieber Gedanken machen, als wie im Chat zu schreiben, na, der soll verschenkt werden oder was weiß ich was oder was auch immer da geschrieben wird. Also ich finde, der Junge ist gut und er hat ja auch ein Tor gemacht, ist leider nicht anerkannt worden, weil er 2 Zentimeter im Abseits stand, kann natürlich mal passieren, aber ein Tor hat er gemacht. Das ist Fakt. Ja, das stimmt. Tor hat er gemacht, aber war leider. Oh, sollten wir gebührend feiern jetzt. An Baba Leist. Ich habe ja schon gebührend gefeiert. Wie gesagt, ich finde, der Junge macht seine Sache gut, der kommt rein, der zeigt Einsatz, der kämpft. Selbst wenn die anderen sich schon am Ausruhen sind, ja, dann bringt er immer noch seine Leistung, seine Sprints. Und ich finde, ganz objektiv, das sollte jeder Fußballfan, ne, sollte einfach respektieren. Ne? Der Junge. Ja, das Gute ist ja, jetzt ist ja Länderspielpause und er ist ja einer der wenigen. Vermute ich mal, ich weiß nicht, ob die U21 oder was, ob die ist nominiert. Also sie spielen auch jetzt. Ja. Gut, ich wollte sagen, er wäre einer der wenigen, der dann frei hat, aber ist auch nicht der Fall. Aber gut, no. Vielleicht bekommt er nach der Länderspielpause ja mal eine Chance für die Startelf. Ansonsten, Baba Leist, an dich noch eine Frage, was die Causa Boateng angeht. Das Thema ist ja jetzt vom Tisch, nachdem öffentlich sehr viel Gegenwind den Bayern entgegengeflogen ist. Als es rausgekommen ist, dass der Boateng im Probetraining ist und verpflichtet werden soll. Die Fans haben mit einem Protest jetzt am Sonntag beim Spiel gedroht. Und naja, gegen den Willen von Thomas Tuchel haben sich dann die Bayern-Verantwortlichen dafür entschieden, Boateng doch nicht unter Vertrag zu nehmen. Ja, was sagst du, richtige Entscheidung? Und wie viel Schaden hätte das in Bayern gemacht, wenn sie ihn unter Vertrag genommen hätten? Ob die ihn jetzt unter Vertrag genommen haben oder nicht unter Vertrag genommen hätten oder haben sonst was. Den Bayern hat es allemal geschadet jetzt schon. Es war ein klassisches Eigentor. Man war sich der Situation und der Vorgeschichte bewusst. Dann hätte man ihn auch nicht zum Probetraining einladen sollen, müssen, können, wie man will. Und sich dann dem Druck der Fans zu ergeben, finde ich gut. Kann ich nicht sagen, weil die Fans sollten mit ins Boot genommen werden. Aber das hätte man vorher wissen können. Ich meine, da war auch letztens dieses 10 Jahre nach Champions League-Spiel, da haben sie auch ja gebührend gefeiert, die Bayern-Fans im Stadion. Und da hätte man schon sagen können, okay, wir nehmen Abstand davon, das bringt nichts.
Ne? Viele sagen ja, negative Nachrichten sind auch Nachrichten, aber ich glaube, davon hatten die Bayern in den letzten Monaten einiges. Da sollte man ein bisschen Ruhe einkehren. Das war genau das Falsche, was sie gemacht haben. Ja, gebe ich dir absolut recht. Wir hatten, glaube ich, am Montag bei unserem Tacheles-Live-Talk auch schon ausführlich darüber gesprochen. Schaut da gerne nochmal rein. Da haben wir das alles von vorne bis hinten analysiert, wen man denn stattdessen hätte holen können und warum es eigentlich auch keinen Sinn gemacht hätte, unserer Meinung nach den Boateng unter Vertrag zu nehmen. Auf jeden Fall ist das Thema jetzt vom Tisch und ein Störfeuer weniger bei den Bayern. Ansonsten, wie gesagt, war das ein souveräner Sieg gegen Freiburg, den auch niemand anders erwartet hat. Und ich würde sagen, wir gehen dann mal weiter im Programm. Und zwar kommen wir zu unserer Kategorie Der Wolf des Spieltages. Berlin für besonders unterdurchschnittliche Leistungen. Und da haben wir jetzt an diesem Spieltag, da habe ich mich mal dafür entschieden, den guten Renault zu nehmen. Haben wir ja schon am Anfang dieses Streams ein bisschen drüber gesprochen, über seine Leistungen jetzt am Wochenende gegen die Dortmunder und auch gegen Braga und generell in den letzten Wochen. Für mich einfach schlecht. Er hat seiner Mannschaft Punkte gekostet in einer Phase, ja, wo man eh schon ein bisschen am Kriseln war und jedes kleine Fünkchen Hoffnung hätte gebrauchen können. Gerade in der Champions League gegen Braga, so ein Sieg wäre wichtig gewesen und hätte die nochmal pushen können. Da hat er auch am Ende des Tages wieder dazu zum Großteil beigetragen, dass das nicht so passiert ist. Und wir sehen hier noch ein bisschen die Statistik. Ich weiß, die Gegentore kann man jetzt nicht immer 1:1 auf den Torwart umwälzen. Da ist ja noch eine Abwehr mit dabei, die sicherlich auch nicht allzu gut spielt bei den Unionern diese Saison. Aber 7 Spiele in der Bundesliga, 14 Gegentore, 2 Spiele in der Champions League, 4 Gegentore. Das macht 18 Gegentore in 9 Spielen und einen Schnitt von 2 Gegentoren pro Spiel, wovon er das ein oder andere ja auch verschuldet hat. Das hat ihn für mich qualifiziert zum Wolf des Tages. Und gerne auch mal in die Runde. Was sagt ihr dazu? Oder hattet ihr vielleicht auch andere Kandidaten, die in Frage gekommen wären? Freiwillige vor. Toto. Ja, schwer. Schwer zu sagen. Du hast doch den Simmons. Nee, da habe ich eine eigene Kategorie für, wollte ich hören. Da habe ich gesagt, da könnten wir den Zirkusclown des Spieltages nehmen. Da wäre dann der Simmons bei mir diesen Spieltag an Nummer 1. Ansonsten, Renault, habe ich eben meine Meinung dazu gesagt. Ich muss aber allerdings auch fairerweise sagen, war natürlich auch ein sehr, sehr schwieriger Spieltag, weil an diesem Spieltag wirklich keiner irgendwie negativ aufgefallen ist. Ich meine, könnte immer sagen, gab es einen Platzverweis diesen Spieltag? Bei irgendeiner Mannschaft? Ich glaube nicht. Ne? Kein Platzverweis, gar nichts. Hat man letzte Woche das Thema mit Götze gehabt. Ja. Ansonsten war es diesen Spieltag unheimlich schwierig. Von daher würde ich sagen, Renault passt, ja. Also für mich war ja noch, wenn ich noch sonst im Kopf hatte, war Demirovic von Augsburg gewesen. Die Augsburger haben ja zu Hause gegen Darmstadt gespielt und lagen 0-1 hinten. Und da hatte der gute Demirovic eine wirklich hundertprozentige Chance gehabt, die er nicht einfach nur vergeben hat, sondern aufgrund von Arroganz, ja, wollte ihn da irgendwie schön drüber lupfen, hat ihn übers Tor gehauen. Darmstadt haben dann das 2-0 gemacht. Später hat Demirovic dann zwar noch ein Tor gemacht, aber zu einem Zeitpunkt, wo, ja, dann, ich habe das schon mal gesagt, deswegen kann ich es nochmal sagen, die Messe schon gelesen war. Ja, das wäre noch so ein Kandidat gewesen. Ansonsten gebe ich recht, so richtig unterirdisch schlecht war jetzt niemand gewesen. Aber wie gesagt, für mich Renault ist jetzt auch ein Verdienst, nicht nur von diesem Spieltag, sondern hat er sich hart erarbeitet in den letzten Wochen und Monaten, dass er jetzt endlich den ersten Titel wahrscheinlich seiner Karriere, ja, wobei, nee, der war bei Frankfurt Ersatztorwart, ne? Zumindest den ersten Titel dieser Saison geholt hat, nämlich den Wolf des Spieltages. Glückwunsch dazu. Ja, vielleicht, Glückwunsch. Vielleicht machen wir irgendwann so eine Statue und schicken das den Leuten zu. Aber, weiß nicht, Babalais, von Günni, habt ihr sonst noch, was sagt ihr dazu? Habt ihr noch Vorschläge? Ja. Ja. wahrscheinlich der Wolf selber. Ja, das wird schwierig. Ich meine, wir haben so, ja jetzt schon. Das Tacho. Ja. Ein Wolf bleibt immer ein Wolf. Er kann nicht aus seiner Haut, ne?
Ja, ich meine, es ist ja auch ein bisschen immer an den immer daran gemessen, was erwartet man von einem Spieler. Und ich meine, dadurch, dass die Kategorie schon Wolf des Spieltages heißt, erwarten wir jetzt schon nicht allzu viel vom guten Marius Wolf, wenn er mal spielt. Und er hat ja jetzt auch kein schlechtes Spiel gemacht. Ja? Also da muss schon mehr kommen im negativen Sinne, dass er seinen eigenen Award gewinnt. Aber vielleicht schafft er das die Saison noch. Ich sehe es durchaus optimistisch, dass er das noch packen kann. Gut, ansonsten können wir noch mal gerne einen Blick werfen. Ich sage jetzt einfach mal auf die Abschlusstabelle. Ja, da ist Frankfurt-Heidenheim noch nicht mit drin. Ich weiß noch nicht, warum die so spät Sonntagabend spielen müssen. Also das Spiel ist da noch nicht mit drin. Aber ansonsten sehen wir jetzt hier das Tabellenbild. Der FC hat sich auf den letzten Platz vorgearbeitet. Bremen und Augsburg sind weiter unten reingerutscht. Sowohl Gladbach, Darmstadt als auch Heidenheim. Wobei doch die Heidenheimer, nee, die Heidenheimer, wie ist das ausgegangen? 2-0 für Frankfurt. Okay. Gut, dann Das heißt, Heidenheim bleibt da und bleibt da. Frankfurt geht hoch auf 8, einen Platz hoch. Doch, Freiburg hat auch minus 6. Und die Ja. Frankfurt haben plus 1 im Ach so, Torverhältnis. stimmt, ja, du hast recht. Gut, die Frankfurter gehen einen Platz hoch, ja, genau. Naja. Darmstadt, Heidenheim bleibt. Darmstadt hat sich im Ja. Vergleich zum letzten Spieltag nach oben gearbeitet, die Gladbacher auch. Minimal, glaube ich. Ja, doch. Und an Union vorbeigezogen. Ja, Und klar. an Bremen. Und wahrscheinlich an Augsburg. Ja, ansonsten haben wir, glaube ich, die meisten. Gut, Bremen gegen Hoffenheim. Ja, war ein erwartungsgemäßer 3-2-Sieg für die Hoffenheimer gewesen. Darmstadt habe ich ja gerade schon so ein bisschen was erzählt. Wir haben ein gutes Und Spiel gemacht. noch was erwähnen. Frankfurt hat in der Saison die beste Abwehr. De facto, ja. Das stimmt, ja. Aber dafür sieht es auch Mieser. im Sturm nicht so gut aus. Nee. Nee. Gut, ein bisschen besser jetzt nach dem Ergebnis, aber ja. Also Frankfurt brauchst du nicht anzuschauen, wenn du Tore liebst. Ja, das stimmt, ja, richtig. Machst du lieber. Gibt es sonst noch was zu irgendeinem Spiel oder dem Tabellenbild, was einer von euch loswerden möchte, was wir noch nicht besprochen haben? Dann ist jetzt die Chance. Ich wundere mich, dass Dortmund noch keine Niederlage hat. Ja, das sind drei Mannschaften ungeschlagen, Leverkusen, Bayern und Dortmund. Ja, das ist ja, was ich eben gesagt habe. Das ist, weil einfach viel, viel, viel mehr Negatives geredet wird, als einfach auch mal die positiven Dinge herauszuheben. Ich meine, die Tabelle kann es ja nochmal machen. Also wenn ich bedenke, das ist nicht nur jetzt auf dich gemünzt oder auf unsere Runde hier gemünzt. Ich höre mir ja auch viele andere Talkshows an, wie schlecht da teilweise über die Mannschaften geredet wird. Und dann denke ich mir mal im Nachhinein, Mensch, lagst du jetzt 3 Monate im Koma, mach mal die Tabelle an und wenn ich dann sehe, wo Dortmund steht, also so schlecht kann dieser Verein doch gar nicht sein. Also ich verstehe das nicht. Also nochmal, also ich verstehe diese Kritik nicht. Und die ersten beiden Mannschaften, die wir oben haben, Leverkusen und Stuttgart, die werden mit Sicherheit nicht da oben bleiben. Also es läuft alles wieder auf ein mega spannendes Duell zwischen Bayern und Dortmund hinauf. Wer weiß. Ne? Dortmund spielt, glaube ich, dieses Jahr am letzten Spieltag nicht gegen Mainz. Ja, Du glaubst vielleicht. wirklich jetzt mal in die Runde geschmissen, dass Leverkusen noch extrem nach unten Ja. wandern wird? Also extrem. Also sie werden jetzt nicht. Ich glaube, dass Leverkusen unter die ersten vier kommt, aber sie werden nicht mit Bayern und mit Dortmund Schritt halten können. Nein, Okay, okay. glaube ich nicht. Was sagst du dazu dann, Gönny? Wo siehst du die Leverkusen am Ende der Saison? Oh. Ich finde, im Moment haben die sich da oben festgesetzt. Das sieht man ja. Also und die Leverkusener haben ja auch schon von den Spitzenmannschaften schon mal zwei Hochkaräter hinter sich gelassen. Nämlich einmal Leipzig, haben sie 3-2 gewonnen und sie haben in München 2-2 gespielt. Beides glücklich. Dortmund, Dortmund. Beides glücklich, ne? Ja, Vergiss das nicht in deiner okay. Analyse. Gegen Leipzig war es sehr, sehr glücklich. Und ja, wie gesagt, nochmal, Hofmann hat mir jetzt zu Genüge. Nein, es war beides glücklich. Und vergiss mir bitte eins nicht, es war beides zu einer Jahreszeit, wo es draußen schönes Fußballwetter war. Lass die Leverkusener mal bei minus 2, 3 Grad spielen. Mit ihren ganzen Südamerikanern und Südeuropäern. Lass sie mal spielen. Dann gucken wir, wie danach die Tabelle aussieht.
Babla schreibt auch in den Chat, Leverkusen wird der Druck noch kommen. Dann noch die Trainerfrage. Gut, du meinst ja nun Xabi Alonso mit der Zukunft, wie geht's weiter und so. Ja, da, ich glaube auch, also spätestens, wenn die Leverkusener realisieren, wann auch immer das sein wird, dass sie vielleicht da oben eine Rolle mitreden könnten, ihrer Meinung nach, spätestens dann wird es, glaube ich, bergab gehen. Und wir kennen es ja auch von den Leverkusenern aus den letzten Jahren, ja, dass sie gerne mal dazu neigen, eine Hinserie oder eine Serie gut zu spielen. Glaube ich dieses Jahr nicht. Eher schlecht. Glaube ich dieses Jahr nicht. Warum? Ich glaube wirklich dran, dass sie bis zum Ende dranbleiben bleiben. Guck mal auf, was auf der Bank sitzt bei denen. Die sind viel besser aufgestellt, als man gedacht hat. Also für mich haben die Leverkusener die besten Transfers des ganzen Sommers gemacht. Abwarten. Es sind 7 Spieltage. Und was für Transfers haben sie denn gemacht? Guck, transfermarkt.de. Ja. Grimaldo umsonst. Ja. Und? Schaka. Ja. Sie haben die Hauptposition in der Mannschaft total gestärkt um 1 bis 2 Levels erhöht. Die 3 Spieler sind noch nicht mal eine Warte vom Kane. Ja. Die 3 sind noch nicht mal eine Warte vom Kane. Und ja, der Körper hat 100 Millionen gekostet. Da kannst du ja mal ausrechnen, wie viel die Warte wert ist. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es mit den Leverkusener weitergeht. Nein, wenn ich immer höre mit den Transfers, was haben sie denn für Transfers gemacht? Ja, Mann, meine Güte, der Boniface hat jetzt ein paar Tore gemacht. Okay, warten wir ab, abwarten. Das ist wie mit Girassi. Ja. Warten wir mal ab, wer am Ende des Tages ganz oben steht. Und da wird mit Sicherheit Leverkusen nicht vor Bayern stehen und auch nicht vor Dortmund. Aber wir werden es miterleben. Können wir gerne Wetter abschließen, wenn du magst. Ja, da war ich also Leverkusen wette ich alles. Ja. Dann wetten wir. Ja, dann, direkt. Ja, komm Leute, her damit. Ja, mache ich direkt. Also, wir machen on-stream, was für eine Wette machen wir? 20 Euro ins Phrasenschwein dafür, dass Leverkusen mindestens vor Bayern oder Dortmund sein wird. Vor einer der beiden. Ja, richtig. Am wahrscheinlichsten vor Dortmund, aber Leverkusen ist so stabil, dass Leverkusen mindestens, ist ja der Voraussetzung wahrscheinlich, Zweiter wird. Richtig. Ja, bin ich dabei. Ja. 20 Euro ins Tachoschweinchen. Ich könnte die Wette sogar noch schmackhafter machen und für das Ganze noch interessanter. Ich sage sogar, das schafft Leverkusen nicht bis zur Winterpause. Also sprich bis zum 17. Spieltag. Wie du magst. Kann der Chat entscheiden gerne. Ja. Ne? Ja, haut's gerne. Dann brauchen wir gar nicht bis Mai zu warten. Das macht Bayern und Dortmund. Bis Dezember kriegen die das hin, vor Leverkusen zu stehen. Das Ganze ist auf jeden Fall, ich habe schon mal die Highlight-Markierung gesetzt dafür. Das Ganze ist, die Wette steht für den guten Zweck. Wette steht. Unser Phrasentacho wird ja für den guten Zweck befüllt. Und zur Winterpause werden wir auch einen Charity-Stream machen, wo ihr dann auch die Möglichkeit habt, daran teilzunehmen und für einen guten Zweck etwas zu sammeln. Und bevor wir gleich nochmal in eine kurze Pause gehen, habe ich hier noch ein kleines Schmankerl, was wir uns jetzt zusammen anschauen werden. Und zwar aus der Serie A. Gebt mir eine Sekunde. Da ist es doch. Aus der Serie A. Genua gegen Milan. Der gute Giroud musste in den Kasten, weil Mike Maignan in der 97. oder 98. Minute die rote Karte gesehen hat und sich schon 5-mal gewechselt hatten. Und Giroud denkt sich, Tore schießen kann jeder, ich kann auch Bälle halten. Ist noch ein Tor. Achtung, das Ganze Achtung! Kommt der Ball nochmal. Puskas, Giroud! Giroud hat ihn! Giroud! Ja, lustige Szene, man kann sich jetzt drüber unterhalten, wie gut die Parade war. Aber für Girouds Verhältnisse war das, glaube ich, gar nicht so verkehrt gewesen. Mit dem Trikot von Mike Maignan an. Aber da hätte der VAR eingreifen müssen übrigens, ne? War Handspiel. Nein, warte mal ganz kurz. Es ist wirklich jetzt regeltechnisch so, ne? Wenn der Torwart von den Spielern befeiert wird und irgendeiner der Spieler den Ball mit der Hand berührt, ist es ein Elfmeter. Ja. Das ist tatsächlich so. Die haben beim Jubeln haben die dem an den Ball berührt. Also das ist für mich auch ein klarer Elfmeter. Es ist wirklich kein Spaß hier. Ja. Also ich habe die Szene vorher nicht gesehen, aber das war jetzt im ersten Moment, wo ich gedacht habe, das hätte eigentlich Elfmeter geben müssen, klar. Richtig.
Es ist doch zum Kotzen, oder? Man kann sich nicht mal mehr auf den VAR heutzutage verlassen. Unglaublich. Mittlerweile, da schalten wir den VAR-Beauftragten Günni ein. Nein, ich frage mich, ja, ich frag mich vor allen Dingen auch, gibt es Voraussetzungen dafür, dass man in Turin oder Köln oder London oder wo auch immer im Keller sitzt und sich das da anguckt? Ich meine, könnte ich jetzt hingehen und sagen, oh, ich gucke mir am Stream, gucke ich mir das Spiel an, da haben wir 2 Minuten Delay, aber ich schreibe dir dann eine WhatsApp-Nachricht, ob ich, also ich hatte das Gefühl, da sitzen Leute, die gar keine Ahnung vom Regelwerk haben. Und das, ja, aber hast du das mitbekommen in Liverpool jetzt nochmal zurück? Ja. Da haben wir gesprochen am Wochenende drüber, unter der Woche. Ja, da kam, da wurde jetzt diese Audiodatei wurde ausgewertet. Richtig. Die haben sich nicht verstanden. Nee, das ist ja das, was ich auch anfangs gesagt hatte. Ich hatte das nur im Reddit gelesen und dachte dann, ich hätte mich getäuscht. Und dann aber meinten die, halten Sie das Spiel an. Und der so, es geht nicht. Ja. Ja, es war, also das kommt halt auch noch hinzu. Mal abgesehen davon, dass sie nicht so ganz regelfest sind, die Jungs und Mädels, weil es da auch Mädels gibt, haben sie es auch scheinbar mit der. Die waren nicht gut in Geometrie. Die konnten keine Linie ziehen. Ja. Die können nur eine andere Linie ziehen. Wahrscheinlich. Da muss ich nur sagen, das war bei der Champions League-Konferenz schön gewesen, weil da waren sehr viele Abseitsentscheidungen. Da meinte der Kommentator, dass hier mehr Linien gezogen werden als auf einer Drogenparty. Das war ein schöner Spruch gewesen. Ansonsten gehen wir jetzt nochmal ganz kurz in die Werbung und danach schauen wir nochmal auf die DFB-Elf, ja, die USA-Reise und die erste Nominierung von unserem allerlieblingscoach Julian Nagelsmann. Bleibt dran, Leute. Hätte jetzt sagen müssen, hold the line. Ja. Richtig, du weißt genau. Das, ja. Aber der kommt erst später, ich weiß. Später. Ist okay. Der kommt Jay, später. Haut schon mal den Applaus raus und ja. In diesem Sinne, bis gleich, Leute. We'll be right back.
Bild gelandet. Da sind wir wieder zurück aus der Werbung und wir gehen direkt rein in unser letztes Thema für den heutigen Tag. Und das ist die gute Nationalmannschaft. Julian Nagelsmann hat das erste Mal den Kader nominiert. Und wir sehen den Kader hier im Hintergrund. Und wir haben drei Debütanten dabei, die ich hier grün eingekreist habe. Robert Andrich von Leverhausen, Chris Führich von Stuttgart und der gute Kevin Behrens von Union Berlin, der mit 32 Jahren sein Debüt in der Nationalmannschaft vermutlich feiern wird. Ansonsten kann man noch erwähnen, dass Mats Hummels wieder zurück im Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft ist. Und genau, wir sehen es unten jetzt im Oktober, am Samstag und am übernächsten Mittwoch steht die USA-Reise an und die Spiele gegen die USA und gegen Mexiko. Und darüber hinaus haben wir dann im November nochmal zwei Testspiele gegen die Türkei und in Österreich. Ja, Leute, was sagt ihr dazu? Kevin Behrens, findet ihr gut? Findet ihr schlecht? Gleich mal von Günni an dich die Frage. Was hältst du vom Kader? Ja, was soll ich von dem Kader halten? Ich meine, man sieht ja anhand von den Spielern, die der Nagelsmann nominiert hat, da geht es in erster Linie überhaupt nicht um einen Neuanfang, sondern dem Nagelsmann geht es eigentlich in den bis zur Heim-EM nur darum, eine spielstarke Mannschaft aufzustellen, weil wahrscheinlich die Mission danach für ihn sowieso beendet ist. Daher auch die Spieler schon mit in einem hohen Alter sind, ne? Behrens 32 und gehen wir mal weiter. Wer haben wir denn noch? Hummels. Den Hummels, der schon was älter ist. Müller ist wieder dabei. Also, ich meine, die Mission ist eigentlich eindeutig, ne? Also, der macht absolut keinen Neuanfang, sondern mal gucken, was wir alle haben, wenn du so einen Andrich nimmst. Da muss man sich, also ich muss mich dahinter fragen, was der überhaupt in der Nationalmannschaft zu suchen hat, weil der ist fünfmal eingewechselt worden bis jetzt, also ist absolut kein Stammspieler in Leverkusen. Und beim Spiel in München, da ist er schon zur Pause ausgewechselt worden. Also da muss ich mich schon hinterfragen, also das ist ein Kandidat, der in der Nationalmannschaft einen Andrich hat zu spielen, aber gut, warten wir mal ab. Und wie gesagt, mir persönlich ist das sowieso egal. Der kann einladen, wen er will. Das wird sowieso wie immer ein Debakel geben. Also von daher meine Meinung. Also du hast einen Altersschnitt angesprochen, wir sehen das. Deswegen 31, Leno 31, Trapp 33, Baumann 33, Rüdiger 30, Hummels 34, Gündogan 32, Groß 32, Hofmann 31, Müller 34, ja, aber das hat doch alles nichts mit dem Alter zu tun. Behrens 32. Ja, aber. Aber dann doch direkt mal an dich die Frage, Babaleis. Ja. Aber im Alter sind das die besten Leute? Hätte man einen Umbruch starten sollen, frischen Wind reinbringen? Ja, nein. Erstens, hättest du einen Umbruch gewollt, hättest du keinen Trainer nur bis zum Sommer verpflichtet. Macht ja keinen Sinn. Zweitens bin ich beim Günni, Andrich, Auswechselspieler, nein. Ansonsten hast du keine Zeit mehr zu experimentieren, musst du die aktuell besten Spieler nehmen und im Moment ist nicht viel auf dem Markt, was jetzt in der Kategorie ist, um in der Nationalmannschaft zu spielen. Du hast immer zwei, drei Spieler, die du mit ausprobierst im Kader, hauptsächlich für die Trainingsspiele. Mein Andrich wird er mit Sicherheit in den zwei Spielen nicht von Anfang an auflaufen lassen. Ne, kriegt mal seine 5-6 Minuten, will sich den angucken, keine Ahnung, Plätzchen halten, Tee trinken, Kaffee trinken, weiß ich nicht. Ne, aber
Alter würde ich jetzt nicht mit reinbringen. Ich meine, es gibt in anderen Nationalmannschaften, die auch erfolgreich sind, gibt es auch ältere Spieler. Ne? Also Nagelsmann muss die besten Spieler nominieren, die auch aktuell da sind. Muss ein bisschen experimentieren, aber das war's. Viel erwarten kann man nichts und neu anfangen kannst du, dann holst du keinen Nagelsmann, da holst du einen Trainer für die Zukunft. Hm. Und der Nagelsmann safe 100% hat eine Abmachung, dass er nur bis Sommer übernimmt, weil ganz ehrlich, der verdient beim DFB 5 Millionen. Der Typ ist, keine Ahnung, 34, 35 alt, der kriegt in einem anderen Verein 10, 15 Millionen. Also ich glaube nicht, dass er es aus Sympathie macht jetzt, weil dann hätte er es auch umsonst machen müssen oder können. Er hat kein Spielermaterial, muss das Beste draus machen. Jetzt geht es ums System. Ich weiß, Toto wird sich gerade ärgern über das System, wie er das Team anpackt, wie er das Team, wie er die richtige Chemie findet, das Team aufzustellen. Und dann wird sich zeigen, ein Vorteil hat es natürlich für Dortmund, dass viele Dortmunder nicht nominiert worden sind. Könnte ich mal ein bisschen erholen jetzt. Ne? Vier Dortmunder sind dabei, ne? Ja, gut, aber da fehlt noch. Jan gefehlt, Adeyemi, Can, Moukoko. Schlotter weg. Der berühmte Wolf, der das letzte Mal dabei war. Ne, also, der Wolferinho meinst du, ja? Ja, Wolferinho. Das sind so Sachen, was ich auch, ich meine, dass Nationalmannschaftsspiele stattfinden, schön und gut, aber dass es in Amerika sein muss. Ich habe auch gelesen gerade eben noch, dass irgendwie das zweite Spiel um 2 Uhr nachts beginnt. Deutscher Zeit, also sehr intelligent gemacht, um die Fans mit ins Boot zu kriegen wieder. Ne, ja, da das los. Ist ja halt auch das vielleicht, Spiel, ne? In Mexiko ja, aber vielleicht, ist dann, aber wenn vielleicht ich mich täusche, 17 Uhr. Aber vielleicht ist das nicht so schlecht, dass man dann zumindest keine Zuschauer verliert, wenn sie sich das Spiel angucken. Ja, da gebe ich dir recht, ja. Ja, gut, du hast gesagt, so viele Möglichkeiten gibt es nicht, Alter hin oder her. Es steht auf jeden Fall, dass der Nachfolger von Nagelsmann, wenn wir den Altersschnitt hier sehen, der wird auf jeden Fall viel Arbeit haben in den nächsten Jahren. Aber Toto, deine Meinung würde mich doch mal brennend interessieren, weil du hast ja den EM-Titel vorhergesagt. Richtig. Wenn du diesen Kader siehst, was empfindest du? Ja, das sieht schon verdammt nah an der LV, also an den 23 aus, die wir im Sommer sehen werden. Da fehlt natürlich noch ein Gnabry, aber ich habe ja schon vor 3 Wochen gesagt, da hatten wir das Thema Hummels gehabt, wo ich dann auch dem Babaleis gesagt habe, warum? Der wird nächstes Jahr im Sommer wird der Europameister und dann kann der mit Sicherheit auch noch ein Jahr in Dortmund spielen. Was der Baba eben sagte mit Mexiko, USA, also ich kann mir schon vorstellen, die Stadien werden voll sein. Deutschland zieht im Ausland immer noch deutlich mehr als in Deutschland selber und das wird mit Sicherheit sehr interessant werden und über Spieler können wir uns immer diskutieren, das machen wir hier auch immer. Jetzt hat er mal Spieler nominiert, die wirklich gut drauf sind und dann heißt es auch wieder direkt, ja, aber nee, verstehe ich nicht. Zürich ist gut drauf bei Stuttgart, ja, habt ihr eben selber gesagt, gesehen, Zweiter der Liga. Behrens, guck dir die Statistik an, hat glaube ich schon 4 Buden gemacht in der Liga, ist also auch gut drauf. Also relativ gut drauf. Er hat die 4 Tore, glaube ich, in den ersten beiden Spielen gemacht. Danach ging es ein bisschen bergab. Aber er hat 4 Tore als Stürmer. Ja? Kein anderer deutscher Stürmer hat aktuell 4 Tore gemacht. Also Deutscher meine ich mit einem deutschen Pass. Also Hummels spielt gut, sind wir uns alle einig. Den muss er zurückholen. Ja? Die Alternativen sind nicht da. Und auch das, was Baba gesagt hat, vollkommen richtig. Solange die alle noch in der Lage sind, 34 Bundesligaspiele zu machen, oder anders gesagt, 10 Monate im Jahr Bundesliga zu spielen, mit Champions League, mit Pokal. Glaubt es mir, die werden auch 4 Wochen Europameisterschaft hinbekommen. Die werden nicht zusammenbrechen. Das werden sie schaffen, egal wie alt sie sind. Und jetzt müssen wir einfach hingehen und ein bisschen Euphorie in dem Land entfachen. Ich glaube, dafür ist der Nagelsmann der Richtige. Nagelsmann und Völler, ja, natürlich, die Ergebnisse müssen auch kommen. Wenn es jetzt wieder deutliche Niederlagen gibt, dann wird es natürlich schwierig werden. Aber grundsätzlich, wir sollten uns nicht kleiner machen, als wir sind. Deutschland ist immer noch Rekord-Europameister und hat 4 Weltmeisterschaftstitel gewonnen. Und natürlich geht Deutschland als einer der großen, großen Favoriten nächstes Jahr ins Turnier rein. Naja, nur weil sie jetzt 4 Weltmeisterschaften gewonnen haben und Rekord-Europameister waren, heißt es nicht, dass die jetzt automatisch... Und spielen im eigenen Land. Ja, vielleicht der Druck, man weiß ja nicht. Ne? Also die Vergangenheit sagt was anderes gerade. Ne? Die aktuelle Leistung stimmen nicht. Von daher bist du sehr, sehr, sehr optimistisch. Ich glaube, du könntest die Kabinenrede beim ersten EM-Spiel halten. Du würdest die Jungs kriegen.
Problem ist halt nur der Druck, ne? Und ich meine, 2018, 2022, 2022 kann man ja komplett aus den Geschichtsbüchern streichen. Das war ja auch wieder mein Lieblingswort, Eigentor mit dem Verhalten vor dem Turnier. Mal gucken, vielleicht lernen sie draus. Ich meine, das einzig Positive, was man sehen kann, jetzt kommt wieder was fürs Tacho, schlechter kann es ja nicht werden. Also Nagelsmann ist auf jeden Fall jetzt schon mal der Gewinner. Richtig, und ja, da die Euro ja... Ja, sag das. Nee, ich wollte nur sagen, da die Euro ja diesmal im eigenen Land stattfindet, wird es mit Sicherheit keine Bindendiskussion dieses Jahr geben. Also Binden, nur für die zuhören, meine ich natürlich jetzt nicht die weibliche Binde, sondern die One-Love-Geschichte. Also die wird es jetzt nicht geben. Sie spielen ja im eigenen Land. Also von daher wird man ja dann diese Themen nicht unbedingt haben. Danke, dass du das nochmal klargestellt hast mit dem Binden. Ja, natürlich. Ja, klar. Ich habe tatsächlich diese Woche die DFB-Doku gesehen über das Turnier, was Baba Leis gerade angesprochen hat in Katar. Und ich fand es wirklich erschreckend, was für eine Körpersprache sowohl der Flick, aber auch die Mannschaft hatten. Da war wirklich gar nichts gewesen. Da war kein Feuer, da war keine Euphorie, nichts. Der Flick wirkte für mich schon am Anfang des Turniers, wirkte der schon abgekämpft, als hätte er schon ein 8-wöchiges Turnier hinter sich gehabt. Und auch bei der Teamansprache hat er auch einmal irgendwas gesagt und meinte so, ja komm Jungs, wir schaffen das. Und Stille von den 24 oder wie viele dabei waren, kein Ton. Und da hat auch der Flick selber gesagt so, ja Leute, ihr könnt auch mal applaudieren und auch mal sagen, ja, wir packen das. Und dann wieder Bild zurück auf die Mannschaft und da waren so, ja, der Müller hat genickt, ja, könnte man machen, ja, aber machen wir jetzt nicht. Also das hat für mich, also die Doku geht so, lala. Aber allein diese Einblicke zu sehen, da war für mich, als ich das gesehen habe, da konnte ich viel besser nachvollziehen, warum die so spielen. Dass die Doku überhaupt wie sie noch gespielt gezeigt haben. Dass diese Doku ja, noch gezeigt haben. Sich da bloß, die haben sich ja bloßgestellt. Was für ein Armutszeugnis das war. Ja, Verträge sind aber Verträge, Baba. Ja. Nochmal, die Doku hat nicht dann der DFB gemacht, die hat Prime im Auftrag gegeben. Und noch einmal, ja, da wird es auch ein paar Euro 50 am Ende des Tages für gegeben haben. Und glaub mir, zu dem sportlichen Desaster muss dann nicht unbedingt auch noch ein finanzielles Desaster dazukommen. Also das kann sich der DFB nicht leisten. Also auch diese Aussagen, die da getroffen worden sind in den letzten Wochen, da muss ich auch den einen oder anderen Fachmann schon hinterfragen, wie kann man mit so wenig Hintergrundinformation solche Dinge kritisieren. Noch einmal, jeder weiß, wie solche Geschichten ablaufen. Da wird vor einem Turnier wird ein Vertrag unterschrieben, ja, da wird vereinbart, wie viele Folgen es gemacht wird. Und da kannst du nicht nach dem Turnier hingehen und kannst sagen, ach, wisst ihr was, immer so ein Du kannst aber vor einem Vertragsunterzeichnung ja was vereinbaren. Das geht ja auch. Geht ja bei Spielertransfers ja genauso. Ja gut, aber... Ja, ist so. Thorsten, das ist so. Die haben ja den deutschen Fußball komplett runtergezogen mit dieser Doku. Die haben ja einen Trainer. Ich fand es wirklich erschreckend. Also wir haben alle gesehen, dass die Deutschen. Und ich habe auch erst 2 Folgen gesehen. Deutschen nicht gut gespielt haben. Aber wirklich diese Einstellung zu sehen von den Spielern und auch, ich rede jetzt nicht von einem Christian Günther oder sonst wie, auch ich rede auch von Müller, Gündogan, Goretzka, Kimmich, die auch schon alle länger dabei sind, erschreckend. Und dann zu sehen, dass wirklich, ich weiß nicht, das war glaube ich vor dem Spanien-Spiel, wenn ich mich nicht ganz täusche. Da wollte der Flick seine Ansprache halten und da meinte der Füllkrug, meinte er, hier Trainer, lass mich was sagen. Und wirklich, das war das einzige Mal scheinbar bei diesem Turnier, dass da ein bisschen Euphorie war. Weil der hat eine Ansprache gehalten, da war Feuer danach gewesen. Aber das kam von einem Füllkrug. Nicht von irgendeinem von unseren erfahrenen Nationalspielern. Auch nicht vom Trainer selber. Auch der Flick wirkte für mich teilweise auch wie so ein beleidigtes Kind. Und also wirklich ganz schlimm gewesen. Ganz, also ich stimme Baba Leis dazu. Das ist wirklich. Also wenn du das Video in Schulen zeigst oder bei Fußballvereinen der Jugend zeigst, und mit dem Motto, sollst du das nennen, wenn du erfolgreich sein willst, macht genau das Gegenteil. Ja, das stimmt, ja. Also aber
mal wieder zurück. Ist aber auch relativ einfach, noch einmal. Ich weiß, es ist immer relativ einfach und relativ dankbar. Und natürlich, wenn du als deutsche Nationalmannschaft in der Vorrunde ausscheidest, hast du die Argumente auch nicht auf deiner Seite. Wenn man sich auch da wieder, wenn man ins Detail geht und schaut sich an, wir kennen das ja schon vom Sommermärchen 2006, ist auch ein Film gemacht worden, und guckt sich an, wie es damals war und wie es jetzt war. So viele Unterschiede kann ich da nicht erkennen, aber sportlich natürlich, ne, erscheint es natürlich immer in einem schlechten Licht, wenn du sowas rausbringst, und also ich fand, da war ein riesiger Unterschied. Also Flick hatte schon eine emotionale Ansprache. Ne, wie gesagt, ich habe erst zwei Folgen gesehen, aber ja, wie er nach dem Japan-Spiel aus, oder in der Halbzeit, glaube ich, nee, ich meine, weil nach dem Japan-Spiel gewesen, wie er da in der Kabine ausgerastet ist, das war schon emotional. Ja, aber nach dem Spiel auszurasten, wenn man scheiße gespielt hat, ist jetzt auch nicht so schwer. Richtig. Es geht ja darum, nachhinein ist man schlauer. Geht ja darum, vorher auch. 2 Euro. Ja. Ja, richtig, wieder 2. Es war für mich einfach, ich weiß nicht, für mich wirkte das, der Flick wirkte für mich irgendwie komplett planlos. Das war mein Eindruck gewesen. Keine klare Linie, planlos. Er wirkte für mich auch schon ausgebrannt. Ja, das Feuer war nicht da. Es war, ich weiß nicht, für mich hat das alles Spieler, Trainer, also außer dem Füllkrug und dem Trapp, der, glaube ich, vor dem Costa Rica-Spiel die Ansprache gehalten hat, die auch nicht schlecht war, aber auch nicht an Füllkrug rankam. Aber abgesehen von den beiden sind eigentlich für mich alle, die beteiligt waren bei dieser Doku, wirklich schlecht weggekommen. Also das. Verstehe aber auch nicht, warum die unbedingt so eine Doku machen müssen, sorry. Würde ich als Trainer auch sehen, sorry. Ja, aber es war ja auch vorher schon abzusehen, dass das nicht wahrscheinlich kein Titel aber geben kann wird. Kann der Trainer auch sagen, sorry Leute, ich will das nicht. Also ich will das nicht. Von vornherein DFB sagen, ich will das Geld nicht. Weißt du, machst Geheimtrainings, damit keiner was mitbekommt, aber in der Kabine sitzen alle mit dir drinne und jeder benimmt sich natürlich vor der Kamera anders als mit einer Kamera, auch von den Spielern. Das bringt Unruhe rein, das bringt hier, sorry, lächerlich. Na, ich sag ja, die haben sich ja komplett blamiert in Katar. Ich meine, die ganze Welt hat über Deutschland gelacht bei der WM. Ne? Und das ist nochmal das Sahnehäubchen obendrauf. Jetzt lachen sich die Deutschen über die Deutschen kaputt. Das ist ja das Lustige. Aber Don Günni, was sagst du dazu? Glaubst du, dass ein Trainerwechsel oder der Trainerwechsel, der jetzt passiert ist, dass der jetzt Mentalität und damit, also die Mentalität verbessern kann in der Kabine und bei den Spielern und die Stimmung, und dass das dann schon ausreicht, um erfolgreicher Fußball zu spielen? Ja, vielleicht bringt er ja das neue Feuer in die Mannschaft, also ich weiß es nicht. Ich finde den eigentlich für solche Aufgaben als Nationaltrainer, finde ich ihn persönlich einfach zu jung. Ne? Da, also ich hätte es besser gefunden, sie hätten einen erfahrenen ausländischen Trainer, hätten sie geholt. Aber wie gesagt, ich habe ja auch eher die Befürchtung, dass diese Aufgabe im Moment auch absolut gar keiner übernehmen will. Ne? Weil Fakt ist ja, lassen wir mal die Mannschaft dahin, lassen wir die mal so stehen, wie sie steht. Na, sind viele Spieler dabei, die schon bei den letzten Turnieren dabei waren, haben wir gesehen, was rausgekommen ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Spieler, die ja jetzt auch wieder bei einem Turnier nächstes Jahr dabei sind, dass die auf einmal explodieren. Aber der DFB als solches muss sich ja hinterfragen, wie es mit ihnen weitergeht. Und ich meine, da geht ja auch alles drunter und drüber. Und wie soll es denn dann in so einer Mannschaft funktionieren? Ja, ich meine, wir sehen es doch überall. Ne? Nimmst du die Frauen-Nationalmannschaft, ne? Da finden sie keinen Trainer. Ja, da haben sie jetzt den Rubesch ausgegraben, der übernimmt das. Ne? Hier haben sie jetzt bis zum Sommer. Ja, irgendwann hat es nach all den, sag ich mal, katastrophalen Auftritten, hat es geheißen, ja, wir müssen einen Umbruch machen und. Ja, da wird ein Flick geholt, das klappt nicht, der kommt weg. Jetzt wird einer für ein Dreivierteljahr geholt. Umbruch gibt es auch nicht. Die Spieler, ja, die jetzt nominiert worden ist, sagt der Babalei, sagt der Toto,
Alter spielt keine Rolle. Ja, aber wie sie noch jünger waren, waren sie genauso beschissen. Aber jetzt, wo sie älter sind, sind sie auf einmal gut. Also. Ja, gut, ja, ich sehe schon, ich seh schon, du bist eher skeptisch. Ja. Man ja Weltmeister, ne? Der Hummels schon. Ah, ja. Weltmeister. Ich finde, wir sollten uns eher die Frage stellen, wie das mit dem Bayern-Block, wie das mit dem Bayern-Block weitergehen wird jetzt. Weil viele waren ja auch unterm Nagelsmann Spieler beim FC Bayern. Ja, die Frage ja, ist, als er damals rausgeschmissen worden ist bei Bayern, wie viel standen auf der Seite von ihm? Ja, aber das ist ja komplett egal. Weil der Flick, doch, das ist komplett egal. Doch, das ist aus dem Grund komplett egal, weil der Flick war everybody's darling in Bayern, hat Titel gewonnen und das hat ihm in der Nationalmannschaft das keinerlei Einfluss gehabt. Ja, vielleicht Spieler lag ja, gespielt ja. Haben. Also warum sollte es jetzt im negativen Sinne Einfluss haben? Weißt du nicht. Das aber vielleicht andersrum. Nee, vielleicht andersrum. Also klar, aber nee. Man weiß es die sind, nicht. Die sind ein paar Wochen zusammen, das ist was ganz anderes, als wenn du jeden Tag da trainierst. Die kommen 2-3 Mal im Jahr, machen die, keine Ahnung, 5 Trainingseinheiten und es gibt auch nicht die Alternativen. Er hat ja jetzt, das sehen wir ja, er hat nicht die Alternativen bei Deutschland, wie er richtig, damals für einen Umbruch. Für welchen Umbruch hat er Alternativen? Nicht generell, nicht mal Umbruch. Ja, weil der Günni gerade meint, ja, es gibt keinen Umbruch. Welchen Umbruch willst du machen? Den haben sie ja schon angefangen damals. Ja. Und desolat gescheitert mit dem Umbruch. Ja, desolat. Das ist ja auch ein anderes, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, haben wir auch schon ausführlich in der Vergangenheit besprochen, dass ja auch einfach die Talente nicht mehr da sind. Und deswegen, ich meine, guck dir unsere Torhüter an, da ist keiner unter 30. Ich weiß, Torhüter ist scheißegal, das Alter, aber jetzt nur mal, um einfach das rauszunehmen. Ja, den willst du da mitnehmen? Willst du jetzt irgendeinen auspacken? Ah, der Nübel ist jetzt, weil der ist jung, so, der bringt ja auch nichts. Wir müssen ja auch, muss ja auch die Qualität da sein. So jung ist der auch nicht. Ja, 25 oder so ist der, glaube ich. Aber auf vielen Positionen hast du halt auch einfach keine Alternative. Ich meine, jetzt ein Gündogan zum Beispiel, man kann von dem halten, was man will. Aber wen willst du denn da holen? Gibt es jetzt einen Mitte-20-jährigen Sechser bzw. Achter, der an die Qualität rankommt? Ich wüsste jetzt keinen, deswegen, ja, Umbruch. Vielleicht mal den Wolf ausprobieren als Sechser. Ja, aber der Wolf, den können wir leider nicht klonen. Den können wir nur einmal aufstellen, leider Gottes. Außerdem haben die beiden Wolf schon beim DFB, den Hannes Wolf. Richtig, ja. Da haben sie auch einen sehr erfolgreichen ins Boot geholt. Ja, gut. Aber das ist ja das, was ich eben meinte. Ja, der DFB als solches, die Führungsspitze, die muss sich ja erstmal hinterfragen, ob der Weg, den sie überhaupt gehen wollen oder vorgeben, ob sie den überhaupt richtig gestalten. Weil da stimmt doch auch vorne und hinten nicht. Und dann verlangen wir von der Nationalmannschaft, dass es da auf allen Positionen und Ebenen funktionieren soll. Wir werden sehen im Sommer. Wir werden genauso ein Debakel erleben, wie das war. Wir hatten doch diese Jubiläums-EM da vor, wann war das gewesen? 22 oder wann war die? Oder 21. Oder 21. Genau, richtig, 21. Ja. Wie viele Heimspiele hatten wir? 4 Stück? 3? Ich weiß es gar nicht mehr. Wir haben gegen Frankreich gespielt, wir haben gegen Ungarn gespielt und wir haben gegen Portugal. Wir hatten 3 Heimspiele. Und? Lachnummer. Das war wie eine Heim-EM. Lachnummer. Naja, aber wir hatten das Achtelfinale in England gegen England. Ja, aber auch vielleicht das Heimspiel, wenn wir das Heimspiel gehabt hätten gegen England zu Hause, bei dem Turnier vielleicht wären wir weitergekommen. Aber ich gebe dir vollkommen recht, wenn wir jetzt analysieren und wir gehen 5 Jahre zurück, ist alles schlecht. Da bin ich absolut bei dir. Ja, das, was zurückliegend war, die 3 Turniere, war katastrophal schlecht. Mir geht es aber jetzt darum, zu gucken, wie wird es nächstes Jahr. Und das hat ja wenig damit zu tun, wie die letzten Turniere waren. Die Qualität ist vorhanden. Guck dir unsere Spieler an. Wir diskutieren immer über Spieler. Seid mir da nicht böse. Auch eben wieder, da fiel der Name Andrich, da fiel Behrens, da fiel Groß. Nochmal, das sind alles Spieler, die werden unter gar keinen Umständen in der Startelf stehen. Mach doch mal für den nächsten Talk einfach mal eine erste Elf. Guck dir unsere erste Elf an. Und dann wirst du relativ schnell sehen, wenn du unsere erste Elf dir anschaust, dass es vielleicht nur
zwei, vielleicht drei Nationalmannschaften es gibt, die eine stärkere erste Elf haben als wir. Ja, aber wo dann ist kommen wir doch mal, dann kommen wir doch mal, dann kommen wir doch mal jetzt. Wir müssen jetzt leider langsam auch zum Ende kommen. Wir sind schon seit 2,5 Stunden drauf und die Zeit läuft uns davon. Vielleicht machen wir nochmal ein DFB-Spezial. Ein weiteres. Eins haben wir ja schon gemacht, aber was ja auch, glaube ich, über 2 Stunden ging, aber wie wir alle sehen, gibt es da ja immer, weil immer Redebedarf, um vielleicht nochmal, naja, ich wollte sagen, gute Stimmung reinzubringen, aber es wird nicht funktionieren. Aber zum Abschluss dann doch nochmal die Frage an jeden von euch einzeln. Und ich würde sagen, wir hören mit Toto auf. Der beantwortet die Frage als letztes, weil da geht es dann vielleicht mit etwas guter Stimmung raus. Aber an die anderen beiden, was glaubt ihr denn, wo landet Deutschland bei der nächsten EM? Gerne, ich fange an. Das, ja. Wir werden Europameister. Ah, wunderbar. Dann Baba Leis als nächstes. Mir ist auch ganz einfach. Kommt auf die Auslosung an. Ja. Hallo, kommt auf den, denk mal an den Namen von unserem Tor. Kommt auf Dingsums, kommt auf die Auslosung an, wie gesagt, wie es sein wird, welche Gegner wir kriegen, wie sind die Lostöpfe. Ich glaube nicht, dass okay, Deutschland wird in Lostopf 1 sein, weil heim. Hm. Aber ja gut. Ich meine, die Vorrunde sollten sie überstehen und danach hängt es davon ab, ob sie Erster, Zweiter in der Gruppe werden, welchen Gegner sie kriegen. Sagen wir mal so, Viertelfinale werden sie hinkriegen. Aber was danach kommt, wird schwer. Es gibt stärkere Mannschaften in Europa, die auf jeden Fall besser zusammenspielen. Ich meine, weltweit gibt es auch viel bessere Mannschaften als Deutschland momentan. Wird sich zeigen, was der Nagelsmann aus der Truppe macht. Wenn von der, was Thorsten gesagt hat, auch von der Besetzung her, ja, starke Truppe, aber von der Mannschaftsstärke und auch Individualisten gibt es viel stärkere Mannschaften. Abwarten, manchmal fehlt auch die Tagesform. Wie es dann läuft, Situationen, gibt es Elfmeter, gibt es rote Karten, jedes Spiel ist individuell, hat viel mit Glück zu tun, bei den letzten WMs war es deutlich oder EM war es deutlich, in der Hinrunde okay, Deutschland mit Ach und Krach weitergekommen, dann das Lospech in England, ne, in London zu spielen, Müller hatte den Ausgleich auf dem Fuß, hätte ihn reingemacht, wäre es vielleicht ganz anders gelaufen, dann kriegen die Engländer schön weiche Knie, wenn es so Richtung Elfmeterschießen gegangen wäre. Alles hypothetisch, abwarten, Stimmmoment schlecht, wo auch, was wir überhaupt nicht erwähnt haben, wo die Medien auch eine große Rolle mitspielen. Die reden ja alles schlecht, also so wirklich. Ich meine, wir dürfen das reden, weil wir reden unter uns. Kriegt ja keiner mit unter uns. Richtig. Aber die Medien reden ja komplett alles schlecht und unsere Lieblingszeitschrift in Deutschland, die Bild-Zeitung, wo 90% der Leser glauben, das wäre wie Wikipedia und das entspricht alles der Wahrheit. Jetzt sag nichts gegen die Bild, du. Lassen sich beeinflussen, deswegen. Also ich gebe da echt einen Scheiß drauf, muss ich ehrlich sagen. Ergebnisse spielen eine große Rolle. Jetzt haben sie nicht gestimmt. Jetzt geht's bei null los, ja. Nagelsmann macht es meiner Meinung nach richtig. Über ein, zwei Spieler können wir diskutieren, ob ein Behrens jetzt dabei sein muss oder ein Andrich. Aber jetzt die USA-Reise ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz schön entscheidend. Jetzt zeigt sich, wo es lang geht, nach unten oder nach oben. Wenn die 2 Spiele gewinnen, sehe ich positiv, muss ich sagen, dass da was entstehen kann, dass er seine Truppe zusammen hat, weil 90% der Spieler, die jetzt dabei sind, werden definitiv bei der EM dabei sein, weil der Nagelsmann wird nicht mehr experimentieren. Der experimentiert vielleicht noch um Kaderplatz 21, 22, 23. Das sind die dann hier die Tore abbauen dürfen beim Training und aufbauen dürfen. Ne? Und damit die 11 gegen 11 Trainingssimulationen mitmachen können, um vollständig zu sein. Aber ja, vielleicht ist die Überlegung wert, noch den Podolski mit reinzuholen als Kabinen-DJ. Könnte ja auch was werden, so aus der Vergangenheit. Oder den Großkreuz. Aber ansonsten. Dönerspieß, ja, aber der Großkreuz befindet sich gerade in der Scheidung. Das ist, hat andere Probleme. Der Kollege, das ist mies bei dem Bruder. Aber wie gesagt, ich glaube jetzt, dass die USA-Reise sehr entscheidend sein wird, wo die Fahrt hingehen wird. Und jetzt kommen wir zum Abschluss zum Toto, der grinst schon. Ich gehe auch fest davon aus, dass er anfangen wird mit ja, ja, ja. Ich möchte, vielen Dank dir. Und ich glaube, noch nie in der Geschichte des Fußballs hat jemand ein Viertelfinal-Ausscheiden so schön
bildlich und mit Worten dargestellt, wie du das eben gemacht hast, Babalei. Deswegen vielen Dank dafür. Ich glaube, Viertelfinale war dann unterm Strich das Fazit, oder? Was du gesagt hast, ne? Ich mein, ja, ich könnte jetzt nochmal ausholen, mache ich aber nicht. Ja, also, wiederhole doch nochmal die letzten. Also war Viertelfinale. Gut, nur für mich, um das abzuspeichern. Bevor der Thorsten jetzt das letzte Wort hat, was das Thema angeht, sage ich noch, meine Einschätzung geht in eine ähnliche Richtung. Achtelfinale, glaube ich, werden sie packen. Also bei der Gruppenphase kommen sie hinaus. Wenn sie Glück haben, dann auch ins Viertelfinale. Danach wird es, glaube ich, schwierig werden. So, Toto, jetzt enttäusch mich nicht. Ich glaube, du wirst uns alle mit einem positiven und motivierten Gefühl in die Nacht schicken. Also dein Fazit oder deine Vorhersage für die DFB. Ich mache es garantiert kürzer als der Leis und garantiert ehrlicher gemeint als Kumpel Günni. Da sehe ich auch schon das verschmitzte Lächeln. Nein, also wie gesagt, ich gehe fest davon aus, dass Deutschland nächstes Jahr Europameister wird. Das lass es alle nochmal wirken da draußen, Leute. Ja. Aber besser kann man doch so einen Talk nicht beenden. Wir hatten einige negative Dinge heute anzusprechen. VAR, wir gucken dich an. Und ja, es war schön, dass wir auf so einer positiven Note enden. Es ist mal wieder sehr lange geworden. Sehr schön, daran sieht man, wie viel Gesprächsbedarf es doch immer noch gibt. Wir werden nächsten Sonntag vermutlich kein Tacheles haben, da Länderspielpause. Vielleicht bauen wir da ein Special ein. Checkt da gerne den Streamplan und auch unter der Woche meine Streams, da werdet ihr auf jeden Fall auf dem Laufenden gehalten. Ansonsten danke an die Leute, die zugeschaut haben. Danke an die Leute im Chat. Schön, dass ihr da wart und aktiv wart. Vielen Dank an die Runde. Don Günni, Babalais, Toto. Vielen Dank an euch. Danke auch. Hat sehr viel Spaß gemacht. Schönen danke Abend. Auch. Schönen Abend. Danke, auch, danke. Ne? Wünsche ich euch auch. Und euch, Jungs, da links von mir und euch da draußen, wünsche ich natürlich einen wunderschönen Start in die neue Woche. Und wir sehen uns sicherlich wieder. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.